Ich weiß, zurzeit streame ich ein bisschen weniger, aber lasst euch ein bisschen überraschen, ne? Die Nachtstreams, die kommen auch bald wieder zurück. Ich weiß, ihr liebt es, wenn ich immer nachts live bin, ne? Es ist auch immer sehr, sehr interessant abends, beispielsweise nachts. Danke, danke, Shirin. Ich küsse doch dein Herz. Kleinen Moment, ich nehme kurz den Bruder hoch. Ne? Ich möchte nur kurz auch erklären, um was es geht. Und dann, Lord Jesus, Bruderherz, wie geht's dir? Gut, Bruder, dank dem Herrn, wie geht's dir? Ich kann mich gar nicht beklagen. Mir geht's hervorragend. Mir geht's hervorragend. Sehr gut. Du warst vorhin auch dabei bei Mensa, ne? Ja, genau, richtig, richtig, Oder genau. gut, hast du noch mitbekommen, wo du rausgegangen bist, oder hast du nicht mehr zugeguckt? Ich habe erstmal gegessen, habe erstmal ein bisschen relaxed und ich muss ein bisschen Kraft tanken, weil die Livestreams, die sind schon energieraubend, würde Ja, ich auf mal jeden Fall, auf sagen. jeden Ja? Fall. Und da muss ich auch für die Livestreams auch wirklich sehr, sehr viel Kraft tanken, weil ohne Kraft ist ja auch scheiße, ne? Da kann ich auch keine Ja. richtig, sagen wir, qualitative Livestreams machen. Und jetzt bin ich auch wirklich sehr, sehr entspannt. Und deswegen bin ich jetzt auch live und wir sprechen heute auch über Sklaverei im Islam. Sehr gut, sehr gut. Heute werde ich den Islam komplett aufdecken, das heißt nur mit Quellen, nur mit sunnitischen Quellen und das werde ich auch heute zeigen. Und Lord Jesus, ich denke, du weißt auch schon ungefähr, um was es geht, ne? Ja, ungefähr schon, ja. Auf jeden Fall, Also, wie wo du gesagt, ich habe ja auch immer rausgegangen bist, gesagt, wir sprechen nur über den Herrn, wir sprechen auch nur über Jesus Christus, aber ich habe so viele bekannte Leute, die im Hintergrund, ich darf deren Name jetzt auch nicht nennen, das sind wirklich sehr, sehr bekannte Leute, das sind schwarze Brüder und die haben mir geschrieben und die sind Moslems. Ja, ich spreche von meine Landsleute, auch andere, die Moslems sind, Schwarze. Ja, und dann haben sie mir geschrieben, haben gesagt, ey Bro, das geht nicht, warum machst du das denn und so? Und ich habe gesagt, hey Bro, hör mal zu, mit euch habe ich kein Problem. Aber ihr müsst auch schauen, was ihr da folgen tut. Ihr könnt nicht einfach blind etwas folgen oder etwas annehmen, was gegen eure Hautfarbe ist. Ja, ja, und komm. dann haben die auch immer wieder gesagt, ja, aber Bruder und ja, die können es nicht glauben. Ja, und deswegen, ich weiß, dass die Brüder hier im Hintergrund sind und zuschauen, ja, und die wollen einfach im Hintergrund bleiben, ja. Und deswegen werde ich einfach mal heute über Sklaverei im Islam sprechen und was sie mit uns Schwarzen gemacht haben. Und zuerst alle, die hier drinne sind, wer ist ready zuzuhören? Wer ist ready zuzuhören? Weil das wird jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Ich spiele etwas ab und ich möchte nur, dass ihr zuhört. Einfach nur zuhören. Alle Daumen hoch, die zuhören. Ich küsse eure Herzen. Egal wer, Bruder, Schwester, egal wer, ich küsse eure Herzen. Alle nur Daumen nach oben. Es ist ein wichtiges Thema, auch für die schwarze Community einfach, denen zu zeigen, was für ein Rassismus hinter dieser Religion sich verbirgt und dass sie das auch verstecken und das auch gar nicht sagen wollen. So, jetzt holen wir kurz mal den Joe hoch. Danke, Leute, danke, danke. Ich küsse doch eure Herzen für die Daumen. Ne? I'm Joe, mein Dankeschön. Lieber, wie geht's dir? Ja, gut, Bruder, gut. Gut. Bruder, ich habe wieder mal einige Nachrichten bekommen. Ich wollte dich damit nicht nerven, aber es muss irgendwie, du musst das, glaube ich, mathematisieren, dass das nicht gut ist, was da abläuft. Ich wollte dich deswegen damit nicht nerven. Ich wollte dich nicht spammen damit, aber ich glaube, ich sollte Aber dir nein, jetzt. Bruder, du kannst mir immer schreiben, das weißt du doch. Ja, aber weißt du, ich möchte mich auch selber damit nicht belasten. Ich glaube, man sollte mal Tacheles reden, dass das nicht geht. Das Was kannst ist du am denn, was ist besten. denn, was ist denn, was ist denn passiert? Weil das Ding ist, ich kriege gar nichts mit, weil ich habe mich von Ja, diesem das ist dann Drama. über, wie ich dir gestern per Sprachnachricht gesagt Ganz habe, es kurz. ist dann. Ganz kurz, Bruder, weil ich habe mich jetzt von dieser ganzen Drama-Geschichte habe ich mich quasi entfernt. Wenn ich merke, dass die christlichen Brüder, sagen wir mal, untereinander sich streiten, dann mache ich den Stream auf und ermahne sie immer wieder. Aber wenn du etwas auf dem Herzen hast, Bruder, sag's mir bitte. Ich bin ganz Ohr. Also, ich möchte gerne mal klar machen, was eigentlich unser Glaube mitbringt. Unser Glaube bringt eigentlich etwas Friedliches. Unser Glaube bringt aber auch das mit, dass wir einander nicht vorbeireden, dass wir miteinander sprechen. Unser Glaube hat ein großes, großes oder einen sehr schweren
Stein, das mit Gewicht ist. Der Glaube hat was Wichtiges. Und wir dürfen diesen Glauben nicht ausnutzen, unsere privaten Sphären irgendwie mit jemandem zu klären. Und das öffentlich. Ich bin von 44 Jahren. Ich meine, ich streite mich mit Menschen gerne, wenn es rechtens ist. Wenn es rechtens ist. Wenn es wirklich rechtens ist. Aaron, du lügst. Ganz kurz, Joe. Violine, Schwesterherz, ist das okay, wenn ich dir Modi-Rechte gebe? Weil ich brauche ungefähr 7 Modis. Ne? Und ich kann dir auf jeden Fall vertrauen, Vio. Wenn diese Dämonen kommen, dann kannst du sie stummen, wenn sie beleidigen. Kann ich dir vertrauen, Vio? So, jetzt, Bruder, kannst weiterreden. Auf jeden Fall, ist das unheimlich schwierig. Ich meine, ich habe auch meinen Kampf gehabt mit gewissen Menschen, das waren aber auch Muslime gewesen, die mich in den Dreck ziehen wollten, das habe ich aber auch bekämpft. Aber ich gehe nicht hin und poste oder mache extra einen Stream auf gegen einen Glaubensbruder oder Glaubensschwester und werde sie deformieren. In dem Moment setze ich sie in einem Prangerbereich und kreuzige sie sozusagen. Patricia, du bist doch schon Modi, schon seit Ewigkeiten. Das sollte ich als Christ auch nicht machen. Und deshalb, ich glaube, es ist vielleicht an der Tagesordnung mal zu sagen, was bedeutet unser Glaube eigentlich? Was hat unser Glaube eigentlich uns beigebracht? Sollen wir barmherzig sein? Sollen wir die Liebe geben, die wir bekommen haben, die unser Herr Jesus Christus uns auch gezeigt hat, in dem Buch, das wir lesen? Oder sollen wir gegenseitig uns zerfleischen und den anderen zuschauen lassen, der uns eigentlich von oben bis unten nur hasst und uns eigentlich seinen Glauben aufzwängen will? Sollen wir ihn das dulden? Sollen wir ihn das auf ein Silbertablett liefern? Oder sollen wir eigentlich gemeinsam gegen diesen Feind, diesen Dämonen, einen Kampf starten? Absolut, ich bin ganz deiner Meinung. Ja. Im Geiste. Ich sage es auch, ich bin auch nicht fehlerfrei. Ich habe auch meine Fehler. Ich sage ja nicht, dass ich der Heiligste aller Heiligen bin. Aber ich sehe das immer mehr und mehr. Ich werde ja selber als Hamas-Befürworter beschimpft, weil ich mal etwas angesprochen habe, was gerade die Finsternis aufdeckt. Na? Sagen wir es mal so, Bruderherz, wir sind ja alle nicht perfekt. Wir machen ja alle mal Fehler. Wer auch immer, sagen wir mal, Stress oder wir müssen eine Sache verstehen. Wir Christen, und ich spreche hier für Katholiken, ich spreche hier für Orthodoxen, ich spreche hier für Freikirchler. Ja, ich sag's nochmal, Leute, wir müssen uns gegenseitig belehren, wenn wir Fehler machen. Genau. Aber wenn wir anfangen, ja, und ich sage es immer wieder, wenn wir anfangen, ach, du bist das, ah, ich schieß gegen dich, ach, du bist das, ah, ich schieß gegen dich. Und das ist der Grund, warum diese Muslime dann diesen Anhaltspunkt haben, uns anzugreifen. Würden wir zusammenhalten, und ich sag's nochmal, das geht an jeden hier, ja, wenn wir zusammenhalten, die können uns gar nichts. Ja, wir sind dann eine Mauer. Wir sind eine Mauer, die nicht bezwingbar ist. Und das ist ganz wichtig. Richtig. So, ich höre dir zu, John. Ne? Ich gebe niemanden einen Raum für Heuchlerei. Ich gebe einfach keinem Menschen mehr einen Raum. Ich habe zu viel momentan getan, um Menschen zu helfen. Aber ich wurde immer wieder sozusagen eines Besseren belehrt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein eigener Landsmann, mein eigener Glaubensbruder mich an den Pranger gestellt und hat mich als Hamas-Befürworter hingestellt, obwohl ich eigentlich pro Mensch bin. Mich interessiert es nicht, die sagen immer alle, Hamas wird siegen, Israel wird siegen. Wisst ihr, wer davon der Sieger ist eigentlich? Der Sieger ist der Mensch. Nee, es gibt gar keinen Mensch als Sieger. Weißt du, was wir eigentlich dabei haben? Wir haben nur Verluste. Wir haben Menschen bei uns, die befürworten, dass 250 Geiseln viel mehr wert sind, wie täglich 150 bis 200 Menschen sterben. Ja. Solche Menschen haben wir unter unseren Reihen. Die sagen, Jesus war ein Jude. Ja, natürlich war Jesus ein Jude. Ja, natürlich hat Jesus seine Hand auf Israel. Aber Jesus befürwortet nicht das, was gerade passiert. Jesus befürwortet das nicht, meine Geschwister.
Jesus befürwortet nicht das, was gerade passiert. Und wenn mir dann einer sagt und den Finger auf mich zeigt, du bist ein Befürworter für Palästina, für die Muslimen, Entschuldigung, ich bin ein Pro-Mensch. Ich bin nicht für eine Einheit, nur der Christ, sondern ich bin Pro-Mensch, weil Gott hat Menschen erschaffen und nicht Religionen. Merkt euch das mal. Gott hat Menschen erschaffen. Und das ist das, was wir als Christen gelernt haben. Menschen erschaffen. Wir sind Menschen. Und wir haben in der Menschlichkeit zu leben. Und zeigt mir bitte einen Punkt in der Geschichte des Christentums, wo wir hingegangen sind, ohne angegriffen zu werden, jemanden ermordet haben. TikTok sportlich. Gibt es nicht im Christentum. Gibt es nicht. Wir haben immer gewartet. 475 Jahre hat der Muslim gewütet, hat uns Christen zerstören wollen. Er wollte ein Einheits-Islam machen aus der Welt. Niemand konnte das machen. Bis es dazu kam, dass die Kreuzzüge kamen. Aber die waren eine Befreiung der Christen. Die waren eine Befreiung und die waren kein Angriff. Zwar die zweiten, dritten, vierten können wir, aber das ist dann auch wieder menschlich geworden. Da ist das der Fleisch geworden, der Mensch. Aber by the way, ich wollte eigentlich nicht so lange reden. Ich wollte einfach nur sagen, wenn ihr private Fäden mit einem anderen habt, der christlich ist, bitte klärt das privat, lasst es aus dem Ganzen raus. Kümmert euch um euch selbst, vielen Dank. Kümmert euch um eure Problematik selbst. Bleibt einfach in der Weisheit des Glaubens und lasst es einfach. Wir schaden uns nur selber. Wir öffnen einfach Türen für die Dämonen, die uns dann spalten können. Und das ist das größte Problem, was wir dann haben. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Ich wollte euren Stream nicht crashen oder sonst was. Es aber ging, alles gut, Bruder. Wir es hören hat dir, einfach wir in meiner Seele gebrannt, dass ich das sagen musste. Flex, vielen Dank für die 5 Minuten, die ich haben durfte. Und in diesem Sinne, allen Gottes Segen. Du weißt ja, mein Stream ist auch euer Stream. Das weißt du schon. Vielen Dank, Bruder. Das kann ich nur zurückgeben. Und Flex, gute Arbeit. Danke. Du musst die aramäische Flagge landen. Nochmal was? Die aramäische Flagge. Die ist immer noch da, mach dir keine Sorgen. Alles klar. Immer noch da. Ich habe die jesidische Flagge da, ich habe die assyrische Flagge da, ich habe die deutsche Flagge da, ich habe die armenische Flagge da. Alles für meine Brüder. Wenn wir so weitermachen, meine lieben Geschwister, haben wir bald nur noch eine Flagge. Und das ist die Flagge des Christentums. Vielen Dank, ich küsse dein Herz. Es gibt dann keine andere Flagge mehr. Es gibt dann nur noch eine Einheit. Richtig, das sind wir doch schon. Wir sind ja schon eine Einheit. Ich wünsche euch, wie gesagt, Gottes Segen. Ich bin wieder raus. Ich höre von unten zu. Lasst den anderen Platz. Vielen Dank. Danke. Kein Problem. Du kannst auch gerne auch hier bleiben. Okay, nicht so schlimm. Alles gut. Der Joe ist runtergegangen. Alles gut. Ich küsse doch sein Herz. Ja, Leute, an alle, die hier drinne sind, gibt mir auch Vorschläge in Bezug zu Flaggen. Die können wir immer hier reinposten. Ne? Und unsere lieben Abonnementen, die können dann immer die Flaggen schön posten. Ne? Wir fangen gleich an, Leute. Habt nur bitte ein bisschen Geduld. Jetzt gucken wir mal, wer Raoul ist. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Jetzt gucken wir mal. So. So, jetzt hallo. Hört man mich? Ja, man hört dich. Was können wir denn für dich tun? Für mich nichts. Und zwar, ich habe mal eine Frage. Also, du debattierst ja gerne mit Muslimen. Ich will nicht so debattieren, keine Angst. Die erste Sache ist jetzt, was ist denn jetzt deine Intention? Also, wenn du ja nicht debattieren willst oder keinen Dialog führen willst, warum hast du eine Antwort? Oder beispielsweise, was ist denn deine Frage? Ja, würdest du mal mit Anas TV. Mit Anas haben wir schon gesprochen und ich glaube, Anas wurde schon von Babylon auseinandergenommen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel mit ihm sprechen. Okay. Okay, ich habe eine zweite Frage und zwar. Das Ding ist, warum müsst ihr Imame holen oder Gelehrte gegen mich? Könnt ihr selber euch nicht verteidigen? Also, ich will nichts Falsches sagen. Das ist so, als ob ich mit einem Christ rede, der auch nicht so krass Ahnung hat. Besser lass ich jemand anderes reden, bevor ich noch Scheiße laber. Guck mal, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung,
Wenn du Doch, willst, ich habe eine gewisse Ahnung, aber nicht komplett. guck mal, lass uns mal ehrlich sein. Ja. Ich habe die letzten, und jeder hier drin ist mein Zeuge, ich habe Ja. die letzten 4 Monate, lass 3 Monate sein, ich will jetzt nicht übertreiben, 4 Monate, zwei bestimmte Fragen gestellt. Ja. Keiner von euch konnte mir diese Fragen beantworten. Und das Okay. Lustige an der ganzen Geschichte ist, die wollen eine Debatte. Sie kommen hier rein mit ihren Fake-Profile und kommen nicht mit ihren richtigen Profile rein. Warum? Sie haben Angst, blamiert zu werden. Es ist einfach so. Warum kommen die denn nicht mit ihren Ja. richtigen Profilen? Die kommen alle mit Fake-Profilen und holen dann ihre Pia Vogel-PDF-Datei raus und ich führe diesen Dialog so sauber, dass sie am Ende nichts mehr sagen können. Was machen wir da dann? Warum redet denn keiner darüber? Guck mal, ich verfolge deine Livestreams oft. Also ich folge dir sogar auch. Also mich interessiert halt, über Ich was ihr bin da sehr redet. respektvoll. Guck mal, ich sag dir mal eine Ja? Sache, bevor du redest. Bevor du Ja. redest. Ich bin Ja. sehr respektvoll. Du Ja. als Mensch, ich sag's nochmal, und ich möchte, dass du dir das bitte in Zukunft, das in deinen Kopf speicherst, was ich sage. Ja, nicht, dass du später reinkommst und komische Fragen stellst. Ja, aber Flex, wieso? Du als Mensch, gegen dich habe ich doch gar nichts. Aber diese Ideologie, ja, die du folgst, ich meine, ey, mach dein Ding, ja, keiner kann dich zwingen, ja, aber diese Ideologie, die du folgst, ist voll mit Lügen, Gewalt und man muss andere zwingen, etwas anzunehmen. Das haben wir in den 6., 7. Jahrhundert schon gesehen, was die mit uns Dunkelhäutige gemacht haben. Und da können wir nicht wegschauen und sagen, ach, es ist nie passiert. Das ist Fakt. Gegen dich als Person habe ich gar nichts. Ja. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ah doch, weil du jetzt ist, habe ich was gegen. Nein, gegen dich als Person, du als Person, gegen dich habe ich gar nichts. Aber diese Ideologie, das stinkt mir bis zum Himmel, weil das mit Lügen verbreitet wird. Und darüber muss aufgeklärt werden. Aber ich verstehe nicht, was du meinst mit dem 6. und 7. Jahrhundert. Was meinst du? Also ich bin selber halb von der Elfenbeinküste. Was meinst du jetzt damit? Warte mal, du Ne? kommst aus Elfenbeinküste? Ja, ich bin auch gerade hier. Bist du, also bist du schwarz? You're black. Ja. Ah, meine Brüder, was ist mit euch los? Hä, aber du hast auch eine Kolonialreligion angenommen, Bruder, erzwungen, Bruder, Bruder, angenommen. nein, es geht nicht um Kolonialreligion. Gott ist keine Religion. Bruder, Gott ist keine Ja. Ja, Religion. aber du meinst halt quasi, dass uns der Islam auferzwungen wurde, ne? Das wolltest du sagen. Bruder, soll ich mal etwas abspielen? Willst du mal zuhören? Jetzt schon Okay. alleine, weil du gesagt hast, du kommst aus Afrika, du bist aus Elfenbeinküste, muss ich dich erst recht aufklären. Unreachable, I kiss your heart, my baby. Okay. Ja? Okay. Wir müssen aufklären. Okay. Möchtest du Ja. mir aufmerksam zuhören? Ja, ich höre dir zu, aber ich sag dir schon mal vorne rein, wenn ich etwas nicht weiß, sage ich lieber nichts, weil ich will nichts Falsches sagen. Aber ich höre zu. Ich möchte, dass du zuhörst. Es geht wirklich an jeden schwarzen Bruder hier. Ja, hier die christlichen Brüder und Geschwister, die hier drinnen sind, alle sind dafür und alle wollen auch, dass wir unsere schwarzen Brüder, die den Islam angenommen haben und gar nicht wissen, was dahinter steckt. Oder ich würde diesen Stream gar nicht erst machen. Dann tanze ich lieber hier in den Stream und mach Blödsinn. Aber ich muss darüber aufklären, weil das einfach Realität ist. Es ist etwas, ein Ereignis, was passiert ist. Und darüber reden die Sunniten nicht. Natürlich kommen die Sunniten zu euch und sagen zu euch, ah, aber Bilal war schwarz und hey, es ist alles okay, komm doch ins Islam rein. Bruder, wenn du wüsstest, was dahinter steckt, du würdest sofort rennen und sagen, oh mein Gott, in was bin ich da reingeraten? Meinst du jetzt dies, was du letztens gezeigt hast mit den zwei Schwarzen? Nein, noch viel schlimmer, noch Dann viel schlimmer. zeig mir mal das bitte. Ja? Okay. Also Leute, ups, scheiße, was ist denn hier los? Warum rutscht hier die Static durch? Was ist denn los? Weil ich habe hier eine Static und die rutscht hier gerade. So, jetzt. Also gut, Leute, wenn ihr bereit seid, ich spiele das mal ab. Es ist eigentlich ein Video, aber über YouTube, ihr wisst ja, wenn ich das euch jetzt zeige, kann sein, dass
Ich für 8 Minuten, hey Moonlight, Dankeschön, dass ich für 8 Minuten gesperrt werde, weil mich kann man hier drinnen nicht sperren, wollte ich nur noch mal offiziell, also falls die Muslime mich melden, will ich nur noch mal offiziell das noch mal klar und deutlich sagen, mich könnt ihr hier drinnen nie wieder sperren, nie wieder, und das meine ich ernst. So, ich spiele jetzt was ab, ja, Raoul, ich spiele das jetzt ab und ich möchte, dass du aufmerksam zuhörst. Das ist ganz wichtig. Auch an meine christlichen Brüder und Geschwister. Ja, ich spiele das jetzt mal ab und hört bitte zu, denn es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Okay, ich spiele das ab. Einfach nur alle zuhören. Mit Gebeten hat man sie gelockt. Die Araber bringen bereits im 7. Jahrhundert den Islam nach Afrika und mit ihm die Sklaverei. Habt ihr gehört? Im 6., 7. Jahrhundert bringen die Araber was? Die Sklaverei schon nach Afrika. Entweder du nimmst es an oder du wirst direkt verschleppt. Du wirst direkt verschleppt. Und du bist der Knecht von den Arabern. Du bist der Knecht von den Arabern. Okay? Ich spiel's weiter ab. Ist noch nicht fertig. Denn wer kein Moslem werden will, wird als Sklave in die muslimische Welt verschleppt. Aha. 17 Millionen Schwarzafrikaner trifft dieses Schicksal. Die Geschichte dieses Menschenhandels ist in Afrika bis heute ein. Menschenhandels, die haben Handel mit Schwarze getrieben. Weißt du das, Bruder? Ich weiß auf jeden Fall in Ostafrika, aber Westafrika ist mir jetzt nicht bekannt. Wir Also, reden von den Arabern. Wir reden hier von Muslime, Araber, die Handel betrieben haben mit Dunkelhäutige. Und weißt du, wie sie uns genannt haben? Animals, selling animals for animals. Die haben uns als Tiere bezeichnet, mein Freund. ja, schon. Das ist an der Ostküste, ne? Mosambik, Sansibar und so, ne? Was meinst du? Afrika. Lass Afrika sein. Spielt keine Rolle. Afrika. Und ich werde dir sogar sunnitische Quellen zeigen. Authentische Quellen werde ich dir zeigen. Dropkick, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich werde dir sogar Quellen zeigen. Weil darüber sprechen sie nicht. Weil würden sie darüber sprechen und sagen, ach, hey, mein schwarzer Bruder, der Mohammed hatte sehr viele dunkelhäutige Sklaven. Bruder, du würdest diese Religion niemals annehmen. Weil du genau weißt, das kann nicht von Gott sein. Weil Gott würde niemals einen Propheten wollen, der schwarze Sklaven hat. Seit wann hat, jetzt frage ich dich mal, hatte Jesus Sklaven gehabt? Waren die Jünger Sklaven? Nein. Hat Jesus Sklaven besessen? Nein. Aber der Mohammed hat es schwarze Sklaven gehabt. Wehe, du nimmst den Islam nicht an. Okay, aber es war nicht spezifisch, weil er schwarz war, sondern einfach, ich weiß nicht, ich will nichts falsch sagen, aber ich habe mal gehört, also Sklaven sollen Kriegsgefangene sein. Wie bitte? Sklaven sollen Kriegsgefangene sein. Bruder, die können dir Lügen erzählen bis zum geht nicht mehr. Du musst mir sehr gut zuhören, Bruder, Okay. weil die manipulieren euer Kopf und ihr denkt so, boom, das ist die Religion. Das ist das, was ich folgen soll. Aber dabei, ich sag dir mal eine Sache, ich sag dir mal eine Sache. Hinter verschlossene Tür, und ich kenne diese Leute, Ja. ich kenne diese Leute. Wen kennst du? Hinter verschlossene Tür. Weißt du, wie ekelhaft sie über uns sprechen? Wer? Die Araber? Weißt du, wie sie uns beleidigen? Ja, aber was hat das mit dem Islam zu tun? Bruder, hörst du mir zu Aber überhaupt? es steht im Koran so, Schwarze sind irgendwie, keine Ahnung was. Ich zeig's dir. Das ist kein Problem. Ja, Ich okay. werde dir sunnitische Quellen zeigen. Ich will nur das Video eins nach dem anderen abspielen, dass du mal hörst, was da gesagt wird. Ja, aber christliche Sklaverei ist aber viel näher an unserer Warte Zeit mal, als die von sprechen damals. wir hier von einer Sklaverei vom 6. Jahrhundert oder sprechen wir eine Sklaverei, die erst ab dem 15. Jahrhundert gekommen ist? Merkst du den Unterschied? Dass Was macht das für Christen, einen dass Unterschied? sowas mal damals passiert ist, absolut, da gebe ich dir sogar Brief und Siegel, das ist sogar Ja. passiert, dass Ja. Amerikaner uns auch versklavt haben. Aber weißt du, wer der größte Sklaventreiber ist? Wer? Hier, im 6., 7. Jahrhundert. Die Also würde Schwarzen sagen, der wurden Prophet ekelhaft selber. behandelt. Weißt du, was sie mit den Dunkelhäutigen gemacht haben? Sie haben die da unten, zack, weg.
dass sie ja nicht mit den arabischen, sagen wir mal, Frauen sich paaren und Kinder bekommen. Zack, da unten. Ich meine das ernst. Und dann sagen alle Schwarze, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Was? What's wrong with you? You're following someone who had black slaves. Ich sag das nicht umsonst, Bruder. Ich war mit einem Fuß fast Moslem, weißt du? Was? Ich war mit einem Fuß fast ein Moslem. Ja, ich verfolge deine Leistung, habe ich schon gesagt. Ich Du warst viel schneller ich erzähle hier unterwegs. kein Hirngespinst. Ich erzähle das, was ich weiß. Ja. Wenn ich etwas nicht weiß, dann halte ich meinen Mund. So mache ich das auch. Deswegen, ich will auch nicht so viel Scheiße labern, bevor ich noch hier mir eine Sünde abhole. Alles gut, Bruder, du holst dir keine Sünde. Das ist einfach nur die Wahrheit. Nein, nein, ich meine jetzt quasi, wenn ich was Falsches sage. Also, was nicht stimmt. Alles gut. Hauptsache, du hörst mir gut zu. Das ist wichtig. Ich höre dir zu, ich lasse dich ausreden, ich bin immer respektvoll. Ja? Nee, Bruder, alles gut. Ich küsse doch dein Herz, Mann. Ich küsse doch dein Herz. Die ganzen christlichen Brüder und Geschwister hier drinnen, die respektieren dich ebenfalls, weil du bist die Ruhe in Person. Ich merke das ja. Du bist jetzt nicht reingekommen zu sagen, ah, das stimmt nicht, ah, das ist gelogen. Du hörst mir aufmerksam zu, weil du willst es ja auch wissen. Ja, also, es interessiert mich halt die Meinung anderer. Viele kommen halt rein, terrorisieren direkt, dann kann man auch gar nicht die ruhige Seite von dir kennenlernen. Und Alles wenn ich, gut, wenn ich alles ehrlich gut. bin, ich sehe immer halt die aggressive Seite gegenüber den Muslimen von dir. Und wenn man halt mit dir vernünftig redet, kann man auch gut mit dir einen Dialog führen. Dankeschön. Ganz einfach. Aber wenn die hier reinkommen, schon mit Aggression, Bruder, ich werde sofort Quellen rausholen und dann fangen sie an zu stottern. Das ist einfach so. Ich Lass mache sie das das immer üben, kurz lass sie und das knapp. Ich üben. mache bei sowas immer einen Kurzprozess. Sobald sie respektlos werden, haue ich die Quellen raus. Und dann auf einmal, entweder es ist verfälscht, es ist nicht richtig, es ist unauthentisch, dann fangen sie an zu lügen. Und das passt mir nicht. Wenn sie lügen, wenn ein Moslem reinkommt und sagt, ja, das stimmt im 6., 7. Jahrhundert, wenn die wenigstens ehrlich sind. Und sagen, ja, das stimmt. Ich würde sein Herz küssen. Ich würde sagen, okay. Aber warum folgst du denn sowas? Dann würde ich ganz normalen Dialog führen. Aber die sind Bezug zu dieser Geschichte, die sind nicht ehrlich. Die lügen, wo es nur noch geht. Dass die keine Pinocchio-Nase bekommen haben, das wundert mich. Ja, das ist auch das Ding. Also, jetzt weiß ich auf jeden Fall. Eigentlich sollten sie alle schon mit so einer Pinocchio-Nase laufen. Alle von denen. So eine Pinocchio-Nase müssten sie eigentlich haben. So, bing, so, Lügennase, bam. Und hier oben müsste draufstehen Heuchler. Eigentlich. Ich bin ehrlich zu dir. Lex, weißt du, was ich machen werde? Ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein paar Dokus und, wie heißt das? Paar Bücher durchlesen bezüglich dieses Thema, was du angesprochen hast. Und dann komme ich Bruder, mal. bleib hier, ich zeig sie dir sogar. Ich hab die Quellen offen hier. Ja, ich. Okay, dann zeig mir die. Ja? Also, wer wissen möchte, wie die Doku heißt, das ist die Geschichte der arabischen islamischen Sklaverei in Afrika. Und da gibt es sogar auch schwarze Brüder, die in diesem Video auch darüber sprechen. Ja, die Vorfahren der Vorfahren sprechen und geben diese Geschichte weiter. Das ist nicht irgendwelche Quelle, die erfunden ist, sondern hier sprechen wir von wahrhaftige Quelle. Ja, Wahrheit und nicht irgendwas, was nur so in die Welt gesetzt wird, ja, sondern hier sprechen wir wirklich von unseren Brüdern, die darüber auch berichten und sagen, ja, so war es, ja, und nicht einfach so, ja. So, jetzt müsst ihr gut zuhören, ich spiele das jetzt mal weiter ab. Solange könnt ihr euch stumm, Raoul, alles gut. Bricht das Schweigen. Der Senegal. So, ein Senegalese bricht jetzt das Schweigen und spricht jetzt darüber. Lesischer Anthropologe fordert, die Sklaverei der Moslems endlich aufzuarbeiten. In seinem Buch Der verschleierte Völkermord beschreibt Ndiaye. Völkermord gegenüber Afrikanern, nur weil sie den Islam nicht angenommen haben. Wenn wir jetzt in Nigeria, ich weiß nicht, wer die Geschichte da mitbekommen hat in Nigeria, was ist in Nigeria passiert am Heiligabend, was ist da passiert im Weihnachten? Die sind da reingestürmt und hey Mann, ich habe Videos gesehen, das hat mir so weh getan. Unzensiert, unzensiert habe ich
das Video gesehen, wie sie wirklich auf die Frau eingeschlagen haben, nur weil sie den Islam nicht angenommen hat. Und das war Weihnachten. Ich spreche jetzt diesen Dezember, der Dezember, also letztes Jahr, wo sie da reinmarschiert sind und die Frau, die lag auf dem Boden und die haben immer wieder gesagt, nehmt den Islam an, bam, haben Das sie ist eine Sünde bei draufgeschlagen, uns. bam, immer weiter. Das ist eine Sünde bei uns. Wie bitte? Das ist ja eine Sünde bei uns. Man darf keinen zum Islam zwingen. Man darf auch Ja, aber du keinen. weißt schon, dass Mohammed gesagt hat, wer seine Religion wechselt, töte ihn. Weißt du das? Lass mir bitte die Suche zeigen und alles. Gerne, gerne. Ich werde die Doku jetzt mal abbrechen. Ich gehe jetzt mal zu den Quellen, Leute, weil das reicht mir schon. Das tut mir schon weh, wenn ich darüber berichten muss. Das tut mir wirklich weh, Leute. Ne? Wir gehen jetzt mal in die Quelle rein, Leute, und dann, Leute, zeige ich. Ich zeige dir jetzt auch gleich was. Und du wirst auch verstehen, warum. So, gleich haben wir es. Und dann bin ich mal gespannt, was du dann sagst. Und ich möchte, Raoul, bitte, dass du ehrlich bist. Ja? Ja. Raoul, ich möchte, dass du ehrlich bist. Ja? Es ist eine sunnitische Quelle und es ist Sahih. Okay, und das werde ich dir jetzt auch zeigen. So. Oh je, das wird ganz schlimm, weil ich habe sehr viele Quellen hier. Das ist der Wahnsinn. Das ist nicht normal. So. Lies mal vor, Bruder. The messenger of Allah, whoever changed the religion, kill him. Aber Aha, was heißt das? ja, wer auch immer die Religion wechselt, tötet ihn. Aber kann ich bitte Aha. das Ganze sehen? Da Das vorne. Ganze, ja, na klar, das ist ein Sahih. Kommt davor und danach nichts? Du, das ist die Quelle zu dem, was Ibn Abbas gesagt hat, dass der Messenger of Allah gesagt hat, wer auch immer die Religion wechselt, dann mach ihn, ja, dann gib ihn eine Nackentherapie. Und du darfst eins nicht vergessen, das ist Sahih, das ist authentisch. Sahih ist immer authentisch. Und guck mal, guck dir mal das Ganze an. Und guck dir mal the Chapter, den Namen an. The Ruling of Apostates. Also Okay? davor und danach kommt nichts. Also hat es einfach nur so gesagt. Das ist ein Hadith, das sind Überlieferungsquellen. Ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, das ist die eine Quelle, die ich dir zeigen wollte, aber wir sind noch nicht fertig. Ich zeige euch noch mal eine andere Quelle, dann gehen wir tiefgründig in dieser Materie rein. Das ist eins der Quellen, die ich dir zeigen wollte, Bruder. Ja, ich Okay? habe das schon Weil, gemacht. Guck das an. genau, okay. Weil Gib mal ich bitte, will nie was da Falsches schreibt eine, sagen. gib mal bitte Original-Hadith. Okay, ich drehe mal kurz meine Kamera. An die Leute, ich bin nicht sprachlos, ich Jetzt. bin einfach nur, ich will nichts Falsches sagen und komme später nochmal rein oder morgen nochmal rein, damit ich besser argumentieren kann. Alles gut, alle, die sagen, es ist falsch. Wenn ihr wollt, ich kaufe sogar Sahih al-Bukhari, das sunnitische Buch, und schlage diese Seite auf. Und es steht ebenfalls da drinne. Alle, die es immer noch leugnen, sunna.com ist eine sehr bekannte Seite, geleitet von den Muslimen. Und wer jetzt hier drinne ist und sagt, nein, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Ihr seid Heuchler. Ich sage es immer wieder, ihr seid Lügner. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen rede ich darüber, weil ihr lügt. Ihr leugnet alles, was man euch zeigt, egal was. Man kann euch sogar sagen, da drinne steht, da ist jemand vom Fenster gesprungen, steht wortwörtlich da, ihr werdet es verdrehen und sagen, nein, das ist damit nicht gemeint. Ihr lügt, wo es nur noch geht. Das ist schon traurig. Ihr lügt, wo es nur noch geht. Ihr verdreht Bibelworte, ihr versucht die Bibel auszulegen, indem ihr lügt. Hey, ganz ehrlich, Mann, das ist schon traurig. Eure Nase sollte wie Pinocchio schon sein. Boom, Pinocchio. Lügen, 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 lügen. Lügen ohne Ende. Sag mal, ihr wisst schon, dass es eine Sünde ist zu lügen, ne? Das wisst ihr schon. Ja? Ihr wisst schon, Lügen ist eine Sünde. Aber stimmt, Takia ist ja in eurer Religion erlaubt. Ja, steht sogar im Koran drin. Dreimal dürft ihr lügen in bestimmten Situationen. Ein Gott, der euch befiehlt zu lügen.
Das ist so geil. In der Not. Also ich weiß auf jeden Fall in der Not, also wenn es um Leben und Tod geht. Die anderen zwei Sachen, bin ich ehrlich, weiß ich nicht ganz genau. Bruder, ich sag dir die Wahrheit. Ich spreche nicht einfach so. Weißt du es? Weißt du es, die drei Sachen? Bruder, wenn deine Frau kocht, ja, und das Essen schmeckt nicht. Allah befiehlt dir zu lügen, indem du sagst, ja, es hat geschmeckt. Und nur der Satan befiehlt zu lügen und nicht Gott. Ein wahrhaftiger Gott ist Gott der Wahrheit und nicht der Lüge, mein Freund. Ja. Oder wenn es zum Beispiel um dein Leben geht, okay, da darfst du lügen. Ja, das ist auch verständlich. Nur ein Satan befiehlt dir zu lügen. Gott lügt nicht, mein Freund. Und Gott hat nie gelogen, mein Freund. Das darfst du niemals vergessen. Aber würdest du in einer Notsituation nicht lügen? Kämpf um den Tod oder renn weg, tu alles Mögliche, aber lüg nicht. Also wenn du kurz vom Kopf... Wenn es, guck mal, lass mich das sogar noch viel besser machen. Wenn es um Gott geht, lüg nicht. Lüg Gott einfach nicht. Weil sonst leugnest du ja deinen Gott in dem Moment. Nein, ich weiß ja, was in meinem Herzen ist. Ja, und ich will dir nur zeigen, Ja, okay. Ja. Ich zeig dir jetzt mal eine andere Quelle, okay? Selling by auctions, okay? Das heißt also, verkaufen. Ja, verkauf die Sklaven. Selling by auction, okay? Ich gehe mal tiefgründig in die Materie rein, okay? Jetzt schauen wir uns das mal ganz genau an. Lies mal vor, Bruder. A man decided that the slave of his would be manumitted after his death. Ich kann nicht weiterlesen. Later on, he was in need of money. Later on, he was in need of money. So the prophet took the slave and said, "Who will buy the slave from me?" Who will buy the slave? Aha, der Prophet hatte also schwarze Sklaven gehabt. Wir können auf die andere Quelle. Ja? Warte mal. Aber wo steht Black Slave? Okay, du glaubst, also du denkst, das sind keine schwarzen Sklaven? Ich zeig dir was. Warte. Okay, warte. Lies mal das. Lies mal den gesamten Text. I came and behold, Allah's messenger was staying on a mushroom or what? Was steht da? Mushroom? Wo? Nach On a Stay. Ich kann das nicht kommen. Mashroba Ethic Room. Okay, hat er jetzt schwarze Sklaven gehabt, ja oder nein? Ja, bestimmt. War das vor. Warte mal. Okay, warte mal. Okay. Warte, Bruder, ich frag dich nochmal. Ja, ist es jetzt ein schwarzer Sklave, ja oder nein? Lass mich das nochmal für mich lesen, bitte. Okay. Ja, aber er hat beschrieben, dass es nur ein schwarzer Sklave ist. Heißt ja nicht, dass es nur schwarze Sklaven sind. Okay, Bruder. Ja, oh, Mann. Es ist okay. Okay, warte, Bruder, ich helfe dir, dir noch an. Das ist so nicht spezifisch auf eine. Dann lies das mal vor. Bruder, das waren nur schwarze Sklaven. Bruder, warum glaubst du es mir nicht? Okay, ich lies für mich selber alleine, weil wenn ich laut lese... Nein, lies das. Okay, kein Problem, lies das. He, the holy prophet, did not know that he was a slave. Ich lese es dir vor, Bruder, okay? Yeah. There came a slave and pledged allegiance to Allah's apostle on migration. The holy prophet did not know that he was a slave. Then there came his master and demanded him back. Whereupon Allah's apostle said, sell him to me. And he bought him for 2 black slaves. Boom, boom. Der hatte wieder schwarze Sklaven. Ja. Die hatten schwarze Sklaven. Bruder, begreif das. Ich sag das nicht aus Spaß. Ich verleugne das ja auch nicht. Aber es heißt doch nicht, dass es spezifisch auf Schwarze ist. Es gab mehrere Nationen, die Sklavenhandel betrieben haben. Bruder, Black Slaves. Nur die Beschreibung, dass die schwarz sind, das ist halt einfacher zu beschreiben. Bruder, ist es dein Ernst? Ja. Wenn jemand weiß ist, dann sagen wir a white slave. Wenn jemand aber schwarz ist, sagen wir a black slave. Und wer waren die Schwarzen? Im 6., 7. Jahrhundert wurden Schwarze versklavt in den arabischen Ländern. Bruder, was ist los?
Aber guck mal, Bruder, weißt du, was das Problem ist? Ich verleugne es ja auch nicht, aber. Guck mal, Bruder. Okay. Das ist eine Blockade, die du gerade hast, weil das für dich alles neu ist. Aber Bruder, bitte, versteh das. Er hatte schwarze Sklaven. Das muss in deinen Kopf reingehen, Bruder. Ich sag das nicht aus Spaß. Ja. Okay, aber. Ich weiß, guck mal, ich weiß, du bist wahrscheinlich mit als Moslem so aufgewachsen wahrscheinlich oder hast es angenommen. Das ist in deinen Kopf so eingebrannt. Bruder, ich kann dich vollkommen verstehen. Aber Bruder, es wird sich nichts daran ändern, dass der Prophet Sklaven hatte. Bruder, er hatte Sklaven. Ja. Bruder, Sklaven. Ja. Und er verkauft die Sklaven. Was machen wir jetzt, Bruder? Ich weiß nicht, was machen wir jetzt? Der beste Mensch, der je im Internet steht sogar drinnen, er ist der beste Mensch. Jesus Christus hat aber nie Sklaven verkauft. Jesus Christus hatte nicht mal Sklaven. Jesus Christus hatte Jünger, aber hatte keine Sklaven. Seine 12 Aposteln hatte er. Aber hier haben wir jemanden, er ist der beste Mensch, laut Google, ja, weil die Saudis den wahrscheinlich bezahlt haben, Google bezahlt haben, dass sie den als Nummer 1 da oben stellen sollen. Bruder, komm schon, Mann. Come on! Ich werde mich auf jeden Fall nochmal mit der Geschichte befassen. Ich will wirklich nichts Falsches sagen. Deswegen, du kennst ja Jose Valli, ne? Kennst du? Wer? Jose Valli, der will die ganze Zeit rein, dass du... Wer ist das, der gerade schreibt, komm, lass mich hoch. Ich lasse ihn gleich rein. Wenn ich mit dir fertig bin, Bruder, nehme ich ihn hoch. Und ich will bloß keine Lügen, weil Der wollte es ja erklären, deswegen, das wäre halt interessant. Was will er da erklären? Ey, das ist so traurig, dass... Der ist selber Christ, der ist kein Muslim. Okay, dann hole ich ihn hoch. Ich hoffe, keine Lügen, weil ich mag keine Lügen. So, Dennis, ich küsse doch dein Herz. Bianca, danke. Ich kümmere mich jetzt und ich höre zu. Alles klar. José. Einen guten Abend wünsche ich. Einen wunderschönen guten Abend, José. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen genervt, dass meine schwarzen Brüder nicht... Ich kann das verstehen. Die haben eine Blockade. Sie wissen es nicht. Ja. Aber hinter verschlossenen Türen lachen die uns aus. Ich meine das gut. Okay, sehr gerne kläre ich dich auf. José Valli ist mein Name. Afrikanische Geschichte habe ich studiert. So, auf jeden Fall, du hast ein paar Sachen nicht korrekt erzählt. Also zuallererst musst du erwähnen, es waren Menschen in Afrika, Muslime, bevor sie Christen waren. Das ist erstmal ein Fakt. Im 6., 7. Jahrhundert, die ersten Muslime sind nach Eritrea gekommen, in das Königreich Aksum, und wurden vom König dort aufgenommen. Das waren genau 21 Stück. Diese wurden rausgeschickt vom Propheten Mohammed, rausgeschickt auf die Welt, weil sie auf der arabischen Halbinsel bzw. verfolgt wurden. Man hat sie dann nach Eritrea bzw. Eritrea Aksum, je nachdem, welches Gebiet der beiden war, kann man nicht ganz genau sagen, aber es war auf jeden Fall dort. Und dort haben die ersten sich freiwillig konvertiert. Also sie wurden nicht gezwungen und haben sich freiwillig konvertiert. Nein, das ist ein Fakt. Ich kann dir jetzt... Du willst mir jetzt sagen, vor dem Islam gab es was? Ja, vor dem Christentum gab es den Islam in Afrika. Das ist ein Fakt. Ich bin weder Moslem noch Christen. Okay, Christen. Und wen haben sie dann angebetet, wenn der Islam... Also wer hat den ersten Islam denn gebracht? Wer hat den Islam zuerst überhaupt gebracht? Die 21 Ausgesandten. Von was hat da Mohammed gemacht? Halbinsel. Warte mal, was hat Mohammed gemacht? Guck mal, das ist die Sprache, die dort gesprochen wurde. Bruder, Joseveli, du machst mich gerade richtig sauer. Weißt du warum? Nein, das der Islam kam, Bruder, als Mohammed in der Höhle war. Du lügst hier gerade, Bruder. Nein, ich sag, der Islam kam in Afrika an. Ich sag nicht, dass der Islam in Afrika entstand. Okay, und wer in Afrika hat den Islam gebracht? Wer in Afrika war das? Das waren die 21 Gesandten. Ich kann dir genau die schriftliche Quelle, der König, der diese Leute aufgenommen hat, sein Name war Amar. Stopp. Ja. Joseveli. Alles falsch. Weißt du warum? Nein, warum? In eurem Buch, in den Überlieferungsketten. Guck mal, Bruder, hör mal zu, hör mal zu. Wir gehen in den Hadithen rein.
Und dann werde ich dir zeigen, dass du gerade einen Schwachsinn redest, mein Bruder. Sorry, ich bin noch nicht fertig. Lass mich mal reden. Ich bin nicht fertig. Du redest gerade so ein Schwachsinn. Der erste, der den Islam gebracht hat, war Mohammed. Und nicht davor haben irgendwelche anderen Schwarzen in den anderen Ländern den Islam gebracht. Das ist eine Lüge, mein Freund. Okay, dann lass mich bitte euch sprechen. Guck mal, du kommst hier rein und sagst, du hast afrikanische Geschichte studiert. Das stimmt. Was laberst du? Ich habe afrikanische Geschichte studiert. Du kannst gerne meine Seite abchecken, da gibt's genug Videos. Es geht sich nicht darum. Und wenn es darum geht, afrikanische Geschichte korrekt zu erzählen, ohne eurozentrische Narrativen, dann bin ich das, der hier auf, dann bin ich einer der wenigen auf TikTok, die das machen. So. Und zwar, es geht darum, du kannst es gerne nachlesen, der erste König, der diese Migranten aufgenommen hat, muslimischen Immigranten, 1615, das war der König Armar in Aksum. Kannst du gerne nachlesen. Öffne Bücher. Und er hat den Islam zuerst gebracht, nicht Mohammed. Ey, das ist erstmal Gottes Gott. Segen. Ey, das ist so eine Blasphemie. Darf ich einmal kurz einwerfen? Du verdrehst meine Wörter. Giosevelli, du hast doch studiert, ne? Giosevelli, bitte lass mich ausreden. Ja, du redest okay, die ganze wir lassen ihn reden. Komm, wir lassen ihn reden. Alles gut, wir lassen ihn zuerst reden. Alle stimmen nicht, wir lassen ihn kurz reden. Ich höre ihm mal ganz gut zu. Ich weiß auf jeden Fall, dass es totaler Müll ist, weil in den Überlieferungsketten, in den Hadithen steht sogar drinne, dass der erste Islam mit Mohammed erst gekommen ist. Du redest ein Blödsinn, Bruder, aber einen heftigen Blödsinn. Hör mir doch zu. Verstehst du mich extra falsch? Der Islam kam mit Mohammed. Wir reden vom afrikanischen Kontinent alleine. Wann ist der Islam in Afrika angekommen? Im 16. Jahrhundert, wie du das gesagt hast. So wie du das erzählt hast, dass sie direkt darüber gekommen ist, ist falsch. Die waren zuerst in Ostafrika. Über die Halbinsel, über die arabische Halbinsel, dorthin. Dort wurden sie vom König Armar im 16. Jahrhundert aufgenommen. Das waren genau 21 muslimische Immigranten aus der arabischen Halbinsel. Das ist erstmal ein Fakt. Das ist keine Lüge und wir reden nicht von jetzt Islam. Jetzt möchte ich antworten. Lies meine Wörter. Moment, Dennis, nächster, wir lassen ihn zu Ende reden. Nächster Point. Deswegen, viele sind freiwillig konvertiert, genau wie viele auch freiwillig zum Christentum konvertiert ist. Du kannst daraus nicht sagen, ja, die haben uns Schwarze versklavt, weil wir schwarz waren zu dem Zeitpunkt. Zudem musst du auch erwähnen, weil du die ganze Zeit erwähnst, Bilal. Bilal ist nicht der einzige schwarze Prophet, beziehungsweise schwarze Person, die im Koran genannt wird. Und zwar Musa. Moses wird im Koran als schwarz beschrieben. Er wird immer als schwarz beschrieben im Koran. Moses ist der meistgenannteste Prophet im Koran, war auch schwarz. Oder bist du Moslem oder bist du Christ? Weil du hörst dich gerade an wie ein Moslem. Ich bin kein Moslem, aber das ist Geschichte. Das lernt man auch in Geschichte teilweise. Das hat nichts mit, ich bin kein Theologe, aber das lernt man auch im Geschichtsunterricht. Das gehört mit dazu. So. Und dann kommen wir zum Christentum. Der Christentum ist auch nicht in Afrika gekommen mit Kumbaya und alle sind konvertiert. Da wurden Menschen getötet. Dazu gibt's Aufzeichnungen. Dazu gibt's schriftliche Belege sogar. Der König vom Kongo hat dies geschrieben. Sie wurden gezwungen. Ein König in Guinea wurde gezwungen zu konvertieren von den Portugiesen. Das ist alles geschrieben. Das ist einfach ein Fakt. Lass es einfach sein, zu spalten, indem du sagst, oh, meine schwarze Brüder, jeder kann genau. Geh raus. Danke, You are talking nonsense. Hör auf zu spalten. Hör auf das. Stop speaking nonsense. Man, das ist so ein Crap, was der Kerl erzählt. Bruder, so ein Crap. Das heißt also, wer hat den ersten Islam dann gebracht? Ein Schwarzer. Alter, die Sunniten, die lachen dich so aus. Flex, Bruder, weißt du, was der meint? Damals ist die Sahaba abgehauen von den Mekkanern. Und die sind ja dann nach Abessinien hingegangen. Also ich bin aus Eritrea. Und die sind dann nach Abessinien, das ist das heutige Eritrea, nach Massaua. Und dort sind dann, also die Orthodoxen, die Christen, haben dann den Muslimen Schutz gegeben, damit die Muslime von den Mekkanern nicht getötet werden. Und als sie dann dort waren, haben die halt sogar eine kleine Moschee bekommen. Und dort sind dann einige aus Eritrea gläubig geworden. Das hat aber nichts mit dem Rest von Afrika oder sonst was zu tun. Und die haben auch einen Namen, also die nennt man El Mu'minin, glaube ich. Das heißt, die freiwillig, also die Islam akzeptiert haben. Und die
Indonesien sind auf der Welt die einzigsten Menschen, die Islam ohne das Schwert akzeptiert haben. Der Rest, was also, der hat einfach gerade ein bisschen Wahrheit komplett mit Afrika halt vermischt und das ist halt die Taktik der Muslime, würde ich eher sagen. Also das stimmt zwar zum Teil, aber das hat nichts mit Afrika oder sonst was zu tun. Das ist ganz kleine Prozentzahl. Also das war in einer kleinen Stadt sozusagen, da wo ein paar dann von den Muslimen halt verarscht wurden. Und das war halt nur, weil wir denen Schutz gegeben haben, weil die geflohen sind zu der Zeit. Da gab es noch gar keinen Islam richtig. Und das dann halt später, wo die Osmanen nach Afrika sind, da gab es ja auch Sudan noch nicht. Also durch, die sind ja dann über Nordafrika hin komplett gegangen, haben die ganzen Kopten da halt auseinandergenommen, alles. Und da ging ja halt der wahre Islam erst los. Also der hat doch komplett in den Mundart geredet. Ja, also danke, ich nehme dich faktisch auseinander. Ey, Alter, der schreibt so ein Bullshit. Kerle, ich will nicht auspacken, ganz ehrlich. Ich habe so ein Erbarmen mit dir, ich will nicht auspacken. Weißt du was, ich mache das jetzt ganz einfach. Ich hole den jetzt nur eine Sache sagen, bevor ich pennen gehe, weil es ging. Egal, der hat keine Antwort geschickt. Ich stelle ihm nur eine Frage und der kommt in Stottern. Der kommt in Stottern, 100 Pro. Egal, Dennis jetzt. Hier der Geschichtslehrer hier gerade. Ich weiß ja nicht, wo der studiert hat, aber der springende Punkt ist, dass das Christentum, also Nordafrika im ersten Jahrhundert nach Christus erreichte, und zwar im Römischen Reich. So, damals waren Teile Länder Tunesiens, Algerien, Libyen. Das war quasi schon im ersten Jahrhundert. Und das ist eigentlich das alles, was ich sagen wollte. Also das ist der einzige Fakt, der hier falsch dargestellt wurde. Und im ersten Jahrhundert gab es halt noch keinen Islam, deswegen hat das nicht gepasst. Das ist schon. Das hat auch nicht gepasst. Der redet so ein Unsinn, weil in der Zeit von das was er gerade spricht, wir wissen alle, dass der Islam erst im 6. Jahrhundert gekommen ist. Das wissen wir alle. Flex, aber darüber könnte man ja reden, wenn man ganz normal debattiert, ohne jetzt Hass zu schüren. Kannst ja noch Nein, mal. Es geht nicht um Hass, aber er verteidigt das auch noch. Welcher Christ verteidigt sowas? Welcher Christ verteidigt jemand, der dunkelhäutige Sklaven hat? Welcher Christ verteidigt sowas? Der ist auch kein Christ, hat er doch gesagt. Der ist gar nichts. Der ist selber. Er ist reingekommen, hat gesagt, er ist Christ. Hat er das? Ja, keine Ahnung. Der meinte, das ist auf jeden Fall kein Muslime. Warum sollte der Muslime verteidigen? Ey, Mann, ich komme nicht drauf klar, Mann, ey. Also, egal, ich hole ihn mal hoch. Scheiß drauf. Ja, du verdrehst mal. Ich habe den ganzen Stream aufgenommen, weil ich hatte keinen Bock, dass Leute labern. Ich habe niemals gesagt, ich habe nirgendwo gesagt, dass ich Christ bin, wo ich reinkomme. Ich habe gesagt, ich bin weder Christ noch Moslem. Raoul hat gesagt, du bist Christ. Mir geht's nur um Geschichte. Wenn man afrikanische Geschichte komplett Nullsinn erzählt wie der eine, da macht das okay. Überhaupt keinen Sinn. Bitte vermische nicht das Schwarze mit irgendeiner Religion. Du hast dich für deine entschieden und viele andere haben sich für deren Religion entschieden. Warte, ich bin noch nicht fertig. Bist du Moslem oder bist du Christ? Was bist du jetzt? Keins von beiden, weder noch. Du bist keins von beiden? Keins von beiden. Weder noch. Weder noch hast du gerade gesagt. Keins von beiden. Mir geht's nur um historische Fakten. Lass mich mal zu Ende reden. Ich will auch niemanden die Banken oder irgendeine Religion schlecht reden oder generell Leute, die debattieren. Werdet ihr alle zu 100%. Dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Wenn du kein Moslem bist, dann sag, dass Mohammed nicht dein Prophet ist und nicht dein Gesandter. Sag das mal. Was? Du hast mich schon verstanden. Bruder, schönen Abend. Ciao. Ich soll dir sagen, dass Mohammed nicht mein Prophet und auch nicht mein Gesandter ist. Ja, sag das mal bitte. Habe ich kein Problem, da habe ich doch gerade gesagt. Dann sag mal, dass er nicht dein Prophet ist und nicht dein Gesandter. Er ist nicht mein Prophet, nicht mein Gesandter. Jesus ist ebenfalls nicht für mich gestorben. So, damit du mir glaubst, dass ich auch kein Christ bin. So, und jetzt können wir gerne weitermachen. Mir geht es um den Fakt. Mir ist es relativ egal, welchen Glauben irgendjemand hat. Ich habe Geschichte studiert. Ich habe Leute, weil die sagen, ah, der hat Geschichte studiert. Und sind dann meckern, ihr könnt gerne auf meine Seite gehen und euch meine Videos anschauen. So, dann merkt okay, man, guck mal, guck mal. Weißt du was? Behalt deine Geschichte für dich. Ist gut, ich küsse dein Herz.
Behalte deine Geschichte für dich. Aber wir sprechen aber, hier mit Quellen. Ja, aber Bruder, du kannst nicht von Afrika reden und dann Spaltungen sorgen. Ich rede hier, ey, du hörst gar nicht zu, Mann. Ich rede hier von jemand, der schwarze Sklaven besessen hat. Wir reden hier ja, nicht von Bruder, Afrika, wir reden hier ja, von jemand, der schwarze Sklaven besessen hat. Aber die haben nicht nur schwarze Sklaven besessen zu der Zeit. Es gab zu Was der Zeit nicht nur schwarze Sklaven. Es gab zu der Zeit nicht nur schwarze Sklaven. Es gab die Mamluks. Weißt du, wer die Mamluks sind? Nein, Alter, das gebe ich Das gebe ich mir nicht, ey. Das gebe ich mir echt nicht, Mann. Nein, Mann, das gebe ich mir nicht, Mann. Nein, nein, das gebe ich mir nicht. Na. Das gebe ich mir nicht. Der Kerl ist lost. Sorry. Der Kerl ist lost. Also wie, ey, nein, Mann. Ich brauch dir noch gar nicht hochholen, Mann. Ganz ehrlich. Das ist mir schon zu blöd. Aber lass das ist mir schon zu blöd. Ganz ehrlich, hat keinen Wert mit dem. Ne? Der verteidigt etwas, was er gar nicht mal verteidigen sollte als Dunkelhäutige. Jeder Dunkelhäutige, der sowas hört, geht erstmal auch in diese Überlieferungsquelle und schaut sich das auch an. Wir reden hier nicht von Afrika und da. Der erste Islam kam mit Mohammed. Fertig, Punkt, aus. Und dann kommt einer, der sowieso schon Atheist ist, ja, und sagt, er hat Geschichte, afrikanische Geschichte studiert, dann lass mal so bleiben, okay. Es wird sich nichts daran ändern, dass Mohammed mit dem Islam kam. Fertig, Punkt, aus. Und somit muss ich mit dem Kerl eigentlich gar nicht mal weiter drüber sprechen. Ganz einfach. Es ist einfach so. Es ist sinnlos, mit so solchen Leuten zu sprechen, die sowieso Atheisten sind. Vor allem er. Hat eh keinen Wert. Ja. Und die Muslime, die sagen noch zu dem, ja, aber hintenrum denken sie sich so, oh, guck mal, diese Afrikaner, die beschießen sich selber. Schäm dich, Mann. Weil die Muslime freuen sich jetzt gerade wegen dir. Glaub mir, die freuen sich so hart wegen dir. Denken sich so, ah, guck mal, die zwei Schwarzen, guck mal diese Eris an und so. Du hast keine Ahnung, wie sie hinter unseren Rücken reden, Mann. Die freuen sich noch dabei. Und du hörst nicht zu. Kommst rein, Ey, Mann, das ist so traurig, dass meine schwarzen Brüder einfach nicht zuhören können. Es ändert nichts an der Geschichte, dass der Kerl schwarze Sklaven hatte. Darum geht's mir. Dass unsere dunkelhäutigen Brüder das mal checken, dass sie jemand folgen, der schwarze Sklaven hatte. Darum geht's mir. Aber er wollte dir doch sagen, dass es nur nicht nur schwarze Sklaven war. Mir geht's aber gerade nur um die schwarzen Sklaven. Deswegen ja, seine Argumente, die er gebracht hat, total sinnlos. Weil das will ich gar nicht wissen. Dann kommt er mit, ja, da und da in die Ecke, die 21 gesandt ist, juckt mich nicht. Es geht hier um jemand, der hier schwarze Sklaven gehabt hat. Darum geht's mir. Also der schwätzt, der labert so einen Unsinn, was mich gar nicht interessiert. Deswegen habe ich den auch gekickt. Ich kann nicht mit jemandem reden, der sowieso schon von Anfang an Atheist ist. Ich bin kein Moslem, ich bin kein Christ. Ja, was stellst du eine Anfrage? Diese Muslime lachen uns schon aus, Mann. Ey, Mann, das ist so peinlich, Mann. Unser Name so in den Dreck zu ziehen, Mann. Du wolltest ja ganz ehrlich, schäm dich, Mann. Schäm dich. Mamuluk, Mann, Nanuluk, kommt er mit das. Juckt mich nicht. Mir geht's gerade um diese eine Person, der schwarze Sklaven hatte. Und zwar zwei schwarze Sklaven für einen darum geht's mir. Er hat schwarze Sklaven gehabt. Fertig, Punkt, aus. Daran wird sich nichts mehr ändern. Ich weiß nicht, warum meine schwarzen Brüder einfach nicht zuhören können. Der kommt rein, ja, ich habe Geschichte studiert, Afrika-Geschichte studiert. Interessiert mich nicht. Der Kerl hatte zwei schwarze Sklaven und er hatte schwarze Sklaven besessen. Darum geht's mir. Ja, aber ich will darüber reden. Ich habe afrikanische Geschichte studiert und der Mameluke und die 21 Gesandten, die in Afrika waren, da war auch schon der Islam. Ja, genau. Die Sunniten lachen dich sowas von aus, weil der Islam kam mit Mohammed. Alter, schäm dich, Mann, ey. Unser Name so in den Dreck zu ziehen. Ja, aber ich habe afrikanische studiert. Oh, man, Jesus Christ. Er ist einfach ein Mameluk geworden. Pah.
Ich hole mal meinen Hut kurz hoch. Dirk hat auch eine Anfrage geschickt. Dirk, wenn du wieder hochkommen möchtest, dann schick eine Anfrage. Mich hat das Ganze nur ein bisschen genervt, deswegen bin ich gerade so. Ja. Hi Flex. Hey Bruder, wie geht's dir? Gut, und dir? Ich bin gerade nur ein bisschen genervt von Leuten, die hochkommen und so einen Schwachsinn erzählen. Und vor allem jeder, der mir zugehört hat, ja, weiß genau, um was es gerade geht. Es geht mir gerade nur darum, dass hier jemand, der sich als der beste Mensch ausgibt, ja, schwarze Sklaven hatte. Da kommt einer rein, ich habe afrikanische Geschichte studiert und in Afrika war die Sklaven. Das interessiert mich sowas von gar nicht. Es geht mir gerade hier um jemand, der schwarze Sklaven hatte. Und das ist ein Mohammed. Ich habe aber schwarze Geschichte studiert und ich mache dich aber rhetorisch auch fertig über Geschichte. Das interessiert mich nicht. Das juckt mich sowas von gar nicht, Mann. Mir geht es gerade nur um diese eine Geschichte, was ich hier erzähle. Und dann macht er einen auf übel schlau. Ich habe Black History studiert. Ja. Also, was ging es denn jetzt? Also. Es geht mir einfach nur um hier die Geschichte von Mohammed, dass er schwarze Sklaven besessen hat. Und der Bruder Raoul, ich gehe mal davon aus, dass der Bruder Raoul schon irgendwo geschockt ist, was ich ihm zeige, weil das sind sunnitische Quellen. Und ja, Raoul? Nein, deswegen habe ich ja gesagt, hol den bitte hoch, weil der kennt sich damit aus. Ich meinte ja, dass es nicht nur schwarze Sklaven waren, sondern auch von jedem Volk, also nicht, es war kein rassistischer Sklavenhandel, sondern einfach ein Sklavenhandel. Ja. Aber warum folgst du jemanden, der Sklaven hatte überhaupt? Ich verstehe das nicht. Genau. Also ich würde niemals jemanden folgen, der Sklaven hatte. Also zuerst mal Gottes Segen, Flex, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich will nur meine schwarzen Brüder das begreiflich machen, dass wenn jemand ein Prophet ist, wir sprechen hier von einem Prophet. Leute, wisst ihr überhaupt, was dieser Name Prophet schon alleine bedeutet? Du bist nicht einfach so ein Prophet. Du bist ein Prophet, weil Gott dich auserwählt hat. Und wenn du ein Auserwählter bist und du der beste Mensch anscheinend bist, ja, Jesus Christus haben die ja komplett auf Platz 3 gestellt, ja, weil das ja alles bezahlt ist, gar keine Frage, das wissen wir ja alle. Ja, und der besitzt schwarze Sklaven, aber Jesus Christus hatte gar keine Sklaven und stellen ihn aber als der beste Mensch dar. Und dann kommt hier jemand rein, ja, welche, es war nicht so, es war so. Ey, Mann, Leute, das macht mich einfach nur sauer. Alles gut, Leute. Ich muss mich ein bisschen beruhigen, ist ansonsten alles okay. Ja, das Ding ist, ich kenne ihn ja auch und eigentlich, also man kann schon mit ihm reden. Also ich weiß nicht, hattet ihr jetzt Meinungsverschiedenheiten? Bruder, es geht ja nicht darum, dass ich was gegen ihn habe. Aber dieses Blödsinn, was er da labert, Bruder, ich kann mir diesen Scheiß nicht geben, Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich, wir reden hier von einer Person, der schwarze Sklaven besessen hat. Er redet komplett drumherum und sagt, ja, aber es waren ja nicht nur Schwarze, es interessiert mich nicht. Er hatte trotzdem schwarze Sklaven, darum geht's mir. Und das regt mich so tierisch auf, dass ein Bruder, ja, sowas auch noch verteidigt. Wie kann man sowas verteidigen? Irgendwo kann ich dich auch verstehen. Aber vielleicht meinte der einfach nur so, dass das bei ihnen halt einfach normal war und er keine andere Perspektive gesehen hat. Also, ja, zum Beispiel, wie wir das jetzt so als böse sehen, dass es bei ihnen halt nicht so war. Weißt du, ja, aber Bruder, guck mal, aber Bruderherz, lass uns mal ehrlich sein. Lass uns mal ehrlich sein. Wenn wir als schwarze Brüder einmal hören, oh mein Gott, jemand hat die Schwarzen versklavt und das ist sogar noch ein Prophet, der schwarze Sklaven noch besessen hat. Warum verteidigen wir das auch noch? Warum verteidigen wir das auch noch? Ja, ich kann es verstehen.
Da kommt er einfach rein und verteidigt das auch noch. Das Problem, Flex, er war ja auch Atheist. Das heißt, mit Atheisten kann man so oder so nicht reden. Also mit denen kann man auch nicht diskutieren. Das habe ich schon lange, also damit habe ich schon lange aufgehört. Ja, deswegen habe ich mir noch rausgeschmissen. Also ganz ehrlich, das hat eh keinen Wert. Ne? Also das hat mich echt ein bisschen, das hat mich echt sauer gemacht gerade. Ey, ehrlich, also puh. Guck mal, ich zeig mal Bantiot und Dropkick. Ich zeig euch meine Quelle. Schaut euch mal diese Quelle an. Liest es mal vor. Was steht da? Liest es mal vor. Egal wer von euch beiden, liest es mal laut vor. Und wenn ein Sklave wegläuft und zum Polytheismus konvertiert, darf man ihn halt töten. Ja, sein. Aha. Und unter ihnen sind auch schwarze Sklaven. Komm, weißt du was? Wir vermischen es sogar. Unter ihnen waren sogar schwarze Sklaven. Und wenn sie wechseln, was sagt Mohammed? Reported from the Prophet as saying, when a slave runs away and reverts to polytheism, he may lawfully be killed. Das heißt also, die dürfen den kurz köpfen. TikTok sportlich. Und dann kommt ein Schwarzer hier rein, ein schwarzer Bruder hier rein und will das auch noch verteidigen. Ja, aber das regt mich tierisch auf. Das regt mich tierisch auf, dass man noch hier reinkommt und das noch verharmlosen will und das noch in den Schutz nimmt. Und vor allem dann sagen unsere schwarzen Brüder, ja, komm aber hier nicht mit Spaltung. Das hat mit Spaltung nichts zu tun, das hat was damit zu tun, um euch das zu zeigen. Die lachen euch alle aus, die machen die Tür zu und denken sich so, guck mal, die Schwarzen, die begreifen das immer noch nicht. Guckt euch mal diese Schwarzen an, die checken doch sowieso nichts. Hier ist ein Schwarzer, der wenigstens Klartext spricht. Ich spreche hier Klartext. Flex, das Problem bei der Sache ist einfach, die kennen deren eigene Schriften nicht. Das ist das Problem. Ja, das ist so. Das regt mich halt auf. Das regt mich tierisch auf. Also würden die anfangen zu lesen, dann würden nicht viele bleiben. Das ist einfach so. Naja. When a slave, his prayers not. Guck mal, was noch hier über die Sklaven steht. Guck mal. Das ist so lächerlich. Liest mal vor, Brüder. Liest mal vor. Wenn ein Sklave von seinem Meister wegläuft, werden seine Gebete nicht akzeptiert. Also angenommen. Aha, wenn er wegrennt. Nur weil er wegrennt, werden seine Gebete nicht akzeptiert. Was ist das für ein Bullshit? Ein Mensch bestimmt über einen Sklave, dass wenn er wegrennt, dass seine Gebete nicht erhört werden. What a bullshit. Ey Mann, komm. What a bullshit. He runs away and your prayer will not be accepted. Was ein Bullshit. Ey Mann, ganz ehrlich, das macht mich einfach nur sauer. Das macht mich so tief. Er rennt weg. Und dieser Mensch bestimmt über ihn und sagt, deine Gebete werden nicht erhört. Hey man, this is so crazy. This is so crazy. And black people are defending this. Black people are defending this. Da hat jemand unten geschrieben, das heißt, Allah hat selbst Sklaverei unterstützt. Dankeschön. Ja. Hey man. Ach. This is so beautiful. This is so beautiful. And a black guy comes in the stream and wants to defend this one. Ich sag dir ehrlich, Flex, je mehr ich von deinem Stream schaue, desto mehr entferne ich mich vom Islam. Ist einfach so. Und weil ich die Wahrheit spreche, Bruder. Das ist so, Bruder. Das stimmt, Bruder. Das stimmt. Ich spreche einfach die Wahrheit, Bruder. Mehr nicht. Mir geht's nur um die Wahrheit. Gerade. Mir geht's echt nur um die Wahrheit. Guck mal, Leute. Und wisst ihr, wie sie die Sklaven sogar nennen? Ich zeige euch mal die Chapter, wie der Chapter heißt. Guckt euch das mal an. Was steht da unten? Bantiot, lese mal vor, Bruder. Was steht da oben? Chapter? Calling a runaway slave a kafir. A kafir!
Ein Sklave wird ein Käfer genannt, wenn er wegrennt. Ein Käfer! Der Sklave wird einfach Käfer genannt, nur weil er wegrennt. Puh. Yeah, natürlich kommt das von Gott. Ja, also Mann. Direkt ist er aus der Religion. Ja, Mann. Man rennt weg, du bist ein Käfer. Weil der Sklave wegrennt, er ist ein Käfer. Hey, Mann. God invented slavery in Islam. Ey, ich feiere das so hart, ey. Ich feiere das so hart. Ich feiere das so hart, man. Oh mein Gott. God invented slavery into the Africans in the Arab countries. Und dann kommen die schwarzen Brüder hier rein und sagen, nein, so ist es nicht. Man, die lachen euch so aus. So aus. Ey, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich, die gehen aus dem Stream raus, essen Chips und lachen sich kaputt. Und so muss ich auch euch auslachen, weil ihr einfach nicht zuhört. Das ist das Problem. Ich mein's nur gut mit euch. Ey, Mann. Hey, Mann. Thanks, mein Bruder. Du musst dich beruhigen. Gib keinen Wert auf sowas. Aber ja. Ich würde gerne mal was sagen. Schau mal, Raoul oder egal wer war, ne? Komischerweise steht da überall Black Slave. Ich hab nicht einmal White Slave gelesen. Ne? Fangen wir erstmal damit an. Dankeschön. Danach haben die so verallgemeinert, haben nur noch Slave geschrieben, weil die gewusst haben, okay, über wen wir hier reden. Nicht einmal steht bei den ganzen Hadithen White Slave. Guck, such. Du findest hier drinnen kein White Slave. Weil die selber nicht schwarz sind. Weißt du, was du hier drinnen liest? Slave. Oh, Black Slave. Black Slave. Ja. Aber White Slave, das wirst du hier drinnen niemals lesen. Ja, so ist das, Bruder. Das wollte ich ja noch dazu sagen. Jetzt pass auf. Was ich noch sagen will, ist egal, guck mal, weiß, schwarz, lila, pink, egal was. Es geht darum, dass der einst, dass er überhaupt Sklaven hatte. Das als perfekten Mensch zu sehen, Bruder, Alter, was soll ich dir dazu noch sagen? Ein perfekten Mensch sind, der 9 Frauen hatte, bei anderen Berichten 12 bis 14 Frauen hatte, eine davon 9 Jahre alt war. Bruder, so einen Menschen will ich doch meine Seele nicht geben. Überlegt, wen ihr eure Seelen anvertraut, Alter. Ja. Wollt ihr noch das Beste, wie wir als Dunkelhäutige noch bezeichnet werden? Da, bitteschön, ich zeig euch mal was. Lies mal, ich lass mal Dropkick lesen. Dropkick, willst du lesen? Lies mal. Ja, natürlich. The Prophet said, listen and obey your chief. Is your chief? Even if... Ja. Kannst du noch ein bisschen nach rechts gehen? Even if an Ethiopian, und ein bisschen nach links, ja. Whose head is like... steht da? Raisin. Whose head is like a raisin were made your chief. Achso, danke. Also die bezeichnen Dunkelhäutige als Rosinenköpfe. Ey Mann, ich kann nicht mehr. Ey Mann, das ist zu viel. Spricht gegen die. Also alles bei Sahih al-Bukhari spricht theoretisch gegen die. Ja. Rosinenköpfe. Wir Schwarze werden als was bezeichnet? Rosinenköpfe. Hey, du zeigst das schwarz auf weiß, Bruder. Das ist alles Sahih, Bruder. Also alles authentisch. Verstehst du mich? Ja. Das ist traurig, Bruder, dass die Leute wegschauen, Mann. Hey, es steht doch alles drauf, Mann. Man muss doch nur lesen. Nicht nur Alhamdulillah, Mashallah, was ich was sagen, Bruder. Sondern lest doch, Alter. Was bin ja, Digga, dieses ein Monat Fasten, was ist ich was, weil das jeder macht so, ne? So, langsam kein Schweinefleisch essen, ne? Lest doch einfach, wenn ihr eure Seelen anvertraut, ne? Das ist total Wahnsinn, Bruder. Es geht mir nur darum, dass ich darüber aufkläre, dass die Brüder das einfach mal erkennen. Darum geht's mir. Weißt du? Mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich will nur, dass die Brüder das wissen. Ja, und ich werde die Quelle nochmal zeigen, weil ich glaube, die wollen das sehen. Sabrina, ich küsse dein Herz. Max. Ja, Raoul? Ich muss los. Raoul, also, auf jeden Fall. Ich renne jetzt nicht weg, sondern ich muss echt. Nein, alles gut, Bruder, alles gut. Ich hoffe nur, dass du meine Intention verstehst, warum ich dir das zeige. Ja, gerne. Wir können beim nächsten Mal nochmal debattieren. Ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal genau an. Ja. Mir geht's nicht, guck mal, Bruderherz, mir geht's nicht darum,
dir zu sagen, was du zu tun hast. Ich will dir nur sagen, was da drinne steht, was du wissen musst, weil darüber werden sie mit dir niemals sprechen. Du wirst auch niemals sehen, dass sie irgendwo außerhalb über diese Texte sprechen. Die verharmlosen das sogar. Die verharmlosen diese Texte. Und diese Texte darfst du nicht verharmlosen, weil genau so, wie es drinne steht, so musst du es auch verstehen und nicht anders. Wenn jemand sagt, auch wenn dein Kopf aussieht wie ein Rosinenkopf, die bezeichnen uns Dunkelhäutige als Rosinenkopf. Was ist daran schön? Was ist daran schön? Da drinne steht nicht mal drinne, white people, that their head looks like a raisin. Da steht, hey Mann, Äthiopian head looks like a raisin. Bitte, das kannst du nicht verharmlosen. Ja. Kommt das von Gott, Raoul? Bitte, ich möchte deine ehrliche Antwort. Kommt sowas von Gott? Was ist Äthiopia? Was? Rosinenköpfe. Also, der Prophet hat gesagt, auch wenn ihre Köpfe aussehen wie Rosinenköpfe. Jetzt frage ich dich, kommt sowas von Gott? Nicht von Gott. Das ist herabwürdigend gegenüber Dunkelhäutige. Das kommt doch nicht von Gott, oder? Natürlich kommt es nicht von Gott. Da stand der Prophet, oder? Das sagte der Prophet, ja. Aber nicht Gott. Ja, aber er ist doch ein Prophet. Welcher Prophet sagt das zu Menschen? Ja, ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an. Ich habe ehrlich keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Soll ich jetzt sagen, ja, keine Ahnung. Ich schaue mir das nochmal an. Ich leugne das ja auch nicht. Ja. Deswegen, ich schaue mir das Oder, an. Raoul, ich gebe dir eine Sache mit. Geh in diese Materie rein. Ich habe dir nicht mal alles gezeigt. Ich sag dir alle ehrlich, es gibt noch viel, viel schlimmere Dinge, die ich dir zeigen könnte. Aber ich lasse das für ein andermal. Ist egal. Ich lasse das für ein andermal. Ja? Aber das sind gewisse Dinge, das sollst du wissen, was du da folgst. Ja. Schau mal. Das ist das, was ich dir mitgeben kann. Er hat dir nur von den Schwarzen jetzt was gezeigt. Na, was denkst du, was da noch alles drin steht, Bruder? Oh Gott, Anna. Das war ja noch harmlos, Flex, das war doch noch harmlos. Das ist sogar harmlos, ja. Weil die anderen Brüder, Dank dir lerne ich wenigstens mehr über meine eigene Religion. Solltest du, Bruder. Und denk, das war jetzt aber nicht negativ gemeint. Ja. Also ich sag dir ehrlich, ich werde auf jeden Fall nochmal mich damit befassen, dann können wir auch besser debattieren. Und weil wenn ich jetzt lüge, bringt das nichts. Raoul, denk doch mal, was Mohammed mit den ganzen Sklaven gemacht hat. Da waren ja auch Frauen, da waren ja Kinder. Das heißt, er hat fix nicht nur mit denen gespielt. Das kann ich dir ganz sicher sagen. Mhm. Okay. Ja. Willst du mal was sehen? Ich zeig dir jetzt mal was. Ich muss wirklich los, wirklich. Du kannst gleich gehen, Bruder. Ich will dir was zeigen, bitte. Ja. Eine Sache. Eine Sache und von mir aus kannst du gehen. Alles gut. Ich zeig dir nur eine Sache. Ups, scheiße. Eine Sache. Das geht schnell. A medicine called the prayers. Wedlock marriage. Warte. Nein, das ist nicht. Warte. Das ist auch voll bestimmt. Ich bin in Afrika, Leute. Ich muss zum Markt. Das ist anders hier als Europa. Wo bist du gerade? Was? In der Elfenbeinküste, im Land des zukünftigen Afrikameisters. Aha, okay. Machst du gerade Urlaub, oder wie? Ja, genau. Okay, nicht schlecht. Ich küsse doch dein Herz. Ich lass dich gleich gehen, aber ich muss dir das zeigen. Das ist dringend. Problem ist, ich muss erstmal gucken, wo das ist. Wo habe ich das gespeichert, du, ey? Oh mein Gott. Sag mal, wo ist denn das denn? Das gibt's doch nicht. Noch nicht wahr sein, dass ich das nicht hier habe. Gibt's doch nicht. Dann merkt ihr das einfach, dann können wir beim nächsten Mal darüber reden. Ich glaube, ich hab's sogar gleich. Warte.
Aber wenn ich jetzt dagegen argumentiere, dann dauert es wieder so lange und ich muss ehrlich los. Das ist ja das Ding. Alles gut, alles gut. Wenn du nicht mehr warten kannst, ich laufe nicht alles weg. Ich will echt debattieren, aber ich laufe nicht weg. Ich muss halt Bruder, Bruder, wir debattieren doch gar nicht. Ja, ich meine jetzt, falls es zur Debatte kommt. Das ist keine Debatte. Naja, wenn ich jetzt dagegen rede schon. Oder ein Dialog, wie auch immer, wie man es nennen möchte. Das ist auf jeden Fall keine, aber ich will dir mal was zeigen. Guck's dir mal bitte ganz in Ruhe an und lies mir das mal vor. Lies das mal vor. Jetzt kommst du damit wieder. Ja, lies mal. Wenn ich jetzt was Falsches sage, ne, wenn ich was Falsches sage, dann habe ich eine Sünde begangen. Nee, alles gut, ich möchte das, nur... Das ich kennt möchte jeder, nur, Muslim, jeder Muslim, wenn damit ich kann das Wort nicht mal sagen, sorry. Konfrontiert. Genau, genau. Alles gut, ich will ja, nur, dass du das liest. Ja, im Grunde genommen steht da, Aisha war 6 Jahre alt und die Ehe wurde mit 9 Jahren vervollständigt. Also. Okay, also ich wollte dir nur mitgeben, bevor du gehst, du folgst jemanden, der eine 6-Jährige gehabt hat und mit 9... hat er sie, du weißt schon, muss ich jetzt nicht sagen, und das ist dein Prophet. Und ich denke nicht, dass Gott Pädophilie erlaubt, aber Dankeschön, Bruder. Ich wollte es dir nur zeigen. Okay. Alright. Ja. Okay, ich mache mich auf den Weg, ich wünsche alles Gute. Guten Abend euch. Alles gut, Bruder. Ciao. Das ist ja laut dem Imam der beste Mensch, der eine 6-Jährige geheiratet hat. Ja. Wahnsinn. Krank. Und dann versucht man das noch zu verharmlosen. Also sowas, ganz ehrlich, also sowas braucht man gar nicht verharmlosen, denn darüber muss man sprechen und es ist mehr als nur widerlich. Und ich kann das eh nicht verstehen oder nachvollziehen, warum die sowas überhaupt verteidigen. Also das ist schon in meinen Augen hart, wenn man sowas noch verharmlosen möchte. Die sagen ja auch, dass man die Jahre anders früher gezählt hat als heute oder dass er viel älter war. Alles gelogen. Da schreibt einer, ihr nehmt die Hadithe als sicher, die euch passen. Also erstens, wenn es ein Tirmidhi ist, Hasan, Sunan Abi Dawud, wenn das ein Sahih ist, wenn es Sahih Muslim ist, ist das alles eine authentische Quelle. Das ist kein Daif, mein Freund. Ich befasse mich schon mit diesem Thema sehr, sehr lange. Hört auf zu lügen. Ihr lügt, wo es nur noch geht. Es ist eine authentische Quelle. Es ist sogar Sahih. Ihr könnt es noch so schön reden, wie ihr wollt. Es ist ein Sahih und Sahih muss angenommen werden. Das ist eine authentische Quelle. Fertig, Punkt, aus. Daran wird sich nichts ändern. Nur weil ihr mit der Situation nicht klarkommt, weil das da drinne steht, ja, das sind eure Quellen, nicht unsere Quellen. Ganz einfach. Lügen bis zum geht nicht mehr. Team Mega, was können wir für dich tun? Team Mega. Okay, egal, hat keinen Wert. Ciao. Ich habe sowieso heute echt, also mich nervt das einfach. Also was wisst ihr, Leute, wisst ihr, was mir nicht passt, Leute? Ich sag euch ganz ehrlich, was mich wirklich stört. Ich hasse Menschen, die über Gott sprechen und so dreckig lügen. Das passt mir einfach nicht. Da kriege ich so einen Hals, Leute. Ich kriege einfach so einen Hals, wenn ich sehe, wie Leute reinkommen, über Gott sprechen wollen, aber gleichzeitig auch noch ekelhaft lügen. Bleib bei der Wahrheit. Bleib bei der Wahrheit. Sprich die Wahrheit. Schau es dir an. Und akzeptier das. Was denkst du, wie deine Religion sich verbreitet? So, da schreibt einer, laber nicht so viel Shit, dann komm hoch, ich stell dir eine Frage.
wenn Flex ja so viel Scheiße labert, dann kommt hoch. Ich stelle euch eine Frage mit euren Fake-Profilen da unten. Kommt doch hoch. Kommt hoch. Eine Frage. Eine Frage stelle ich. Mehr nicht. Eine Frage. Vor 400 Leuten. Und auf einmal fangen die an zu zittern. Oh, Scheiße. Was soll ich antworten? Kommt hoch, eine Frage, ihr fängt an zu wackeln, um Himmels Willen, ich kann nicht mehr antworten, oh, eine Frage stelle ich nur, keiner kann es mir beantworten, keiner, ich nehme euch sogar hoch, Earthquake, boom, ganzer Boden wackelt, keiner kann antworten, eine Frage stelle ich, kommt hoch. Ja, welcher der Moslem sagt, ich habe keine Ahnung? Kommt hoch, ich küsse eure Herzen. Eine Frage stelle ich, komm hoch. Egal wer, ich nimm. Von mir aus, ich debattiere sogar 5 von euch alleine. Und alle 5, ich stelle euch nur eine Frage. 400 Zuschauer, die werden euch alle auslachen. Alle werden euch auslachen. Weil dann fängt der hier an. Wow, Erdbeben. Keiner kann antworten. Lügen haben kurze Beine. Lügen haben kurze Beine. Das ist Fakt. Lügen haben kurze Beine. Vergiss dich, Flex. Allah war der beste Listenschmied. Ja, ist so. Ist so. Ich werde diese Frage nicht stellen. Ich stelle die Frage nur, wenn einer so hochmütig ist da unten und mein Flex labert Scheiße. Komm hoch, eine Frage stelle ich. Eine einzige, mehr nicht. Okay, Omar, Islam ist die Wahrheit. Komm hoch, der fragt dich eine Frage, komm. Ja, Islam ist die Wahrheit, dann komm hoch. Ich küsse dein Herz. Eine Frage stelle ich dir. Ich glaube, er hat nur eine Follower, um raufzukommen. Ja, Moment, da hat mir ein Bruder kurz eine Anfrage geschickt. Leute, ich will mich nochmal entschuldigen, wenn ich jetzt gerade heute ein bisschen so... ja, ihr wisst, ich bin ja eigentlich immer, ich lache immer sehr viel. Ne, das wisst ihr ja, Leute. Aber ich mag einfach keine Lügen, Leute. Also, sobald es wirklich um Gott geht und da wird gelogen, Leute, dann, das geht bei mir gar nicht. Deswegen, wie gesagt, Leute, das tut mir mega leid, wenn ich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, gereizt bin und ein bisschen anders bin wie sonst, ne? Was mich halt wirklich reizt, sind Lügen. Ja, vor allem, wenn es um Gott geht und da wird gelogen. Boah, da hört bei mir der Spaß auf. Auf jeden Fall, Bruder, auf jeden Fall, Bruder. So sehe ich das auch. Ist so, ist so. Also gut, Dead Crush, sei so, wie du bist, an euch beiden Brüder. Was gibt's denn? Hi, ich war schon mal bei dir, Flex. Vielleicht erinnerst du dich an mich. Hör mal, ich wurde gerade gestummt. Bei dir, ich will dich nicht nerven oder so. Ich habe eigentlich gar nicht Böses geschrieben. Mhm. Ich bin sonst immer bei dir, weißt du ja. Vielleicht war ein Missverständnis. Ich muss das nochmal an die Brüder und die Geschwister sagen, an alle, die hier drinne sind. Ich küsse eure Herzen. Ihr müsst aber unterscheiden können zwischen unsere Brüder und Geschwister. Nicht, dass ihr aus Versehen unsere Geschwister und Brüder stummen tut, weil das ist vorhin passiert, da musste ich kurz entstummen. Ne, ihr müsst wirklich vorsichtig sein, ne? Weil sonst aus Versehen tut ihr einen Bruder oder so vielleicht sperren und so. Das darf nicht passieren. Ne? Ich küsse doch eure Herzen. Ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Ich wünsche dir einen schönen Abend, euch alle, und du machst deine Arbeit sehr gut, Flex. Danke. Ja? Mach weiter so. Ich danke dir für alles. Kein Problem. Kein Problem. Ciao. Ciao, ciao. Dead Crush, jetzt du. Dead Crush? Ist er nicht da? Oder, okay, keine Ahnung. Gesungen. Dead Crush? Flex, ich verabschiede mich, gell? Ja, kein Problem, Dropkick. Alles gut, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Passt, passt. Ich finde aber, ich wollte nur noch sagen, dass das, was du machst, ist wichtig. Also vergiss das bitte nicht, gell? Auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall. Ne? Passt, dann Gottes Segen an alle und ciao. Mhm. Bruder, ja, ciao, Bruder. Ciao, ciao, ciao. Survivor, Bruder, du kannst ja drinnen bleiben, ist kein Problem. Dead Crush, bist du noch da? Nidal, ich küsse dein Herz. Dead Crush, okay, keine Ahnung. Der Bruder redet nicht. Alles gut, okay. Dann holen wir mal God is Great.
don't know who that is. Hallo? Hello. Hallo, ich habe eine Frage. Ja. Und zwar meine Frage ist, du hast ja eben über die Sklaverei und so gesprochen. Yes. Und meine Frage ist jetzt, also ich möchte dich nicht angreifen, damit ich möchte dich ernsthaft fragen. Nein, alles gut. Ich war nur angepisst, weil ich keine Lügen. Vor allem, wenn es um so solche Themen geht. Ja, ich merke das bei auch mir nicht. Lügen. Deswegen. Ja. Ja. Deswegen. Mal die erste. Und zwar das Christentum. Das ist ja so verbreitet worden durch am meisten durch die die Kolonien. Das wissen ja alle. Ne? Mhm. Und in Afrika, also wahrscheinlich du selber, deine Vorfahren, sehr, sehr weite Vorfahren, sind ja wahrscheinlich selber, haben sie wahrscheinlich ihre Urreligion gehabt oder irgendwas. Aber nicht durch Kolonie, da muss ich dich wieder korrigieren, durch Missionierung hat sich das Christentum verbreitet. Bitte darfst du nicht vergessen, durch Missionierung. Also, das ist ja schon, also es ist ja eigentlich... Allgemein wissen wir alle, dass fast ganz Afrika kolonisiert wurde von Frankreich, England, Großbritannien. Und das waren alles Länder, die christlich geprägt waren und den Christentum ja überhaupt erstmal richtig nach Afrika gebracht haben. Also die Menschen wurden, das kannst du auch alles nachlesen. Wenn du mich jetzt nach Quellen fragst, ich kann die dir gerne privat schicken, die habe ich jetzt nicht parat direkt. Aber es gibt genug Quellen und Beweise, dass zum Beispiel Völker fast ausgelöscht worden, wenn sie den Christentum nicht angenommen haben. Also da muss man immer beide Seiten gucken. Warte. Du hast nicht Unrecht, aber irgendwo auch bis Unrecht, weil du musst ja auch so sehen, die Aposteln haben das ja auch in Ägypten, ich weiß jetzt nicht, wer das war, wer war das nochmal? Leute, wer hat in Ägypten missioniert? Warte mal, wer war das nochmal? Aber du kannst weiter sagen. Was meinst du denn damit? Weiß das einer, wer das nochmal in Ägypten war, der missioniert hat, die Aposteln? Markus, das war Markus. Deswegen, du hast was Falsches gesagt, deswegen muss ich dich ganz schnell korrigieren. Bist du noch da? Ja. Genau, also ich habe dich jetzt korrigiert, Markus, Moses und noch andere Aposteln, glaube ich, ja. Ja, aber das war ja durch die Kolonien. Also der Christentum. Nein, ist Markus, ja am meisten... Markus ist nicht durch Kolonie. Markus nein, ist nein, nicht durch ich meine, Kolonie. Ich meine, die Religion, also der Christentum, das, wie wir es heute kennen, das ist die am meisten verbreitete Religion auf der Welt, es ist durch die Kolonien entstanden. Das ist nicht durch, nein, durch Missionierung. Glauben. Nein, nein, durch es sind Missionierung. Kolonien, das kannst du alles nachschauen. Du kannst jetzt googeln und nachlesen. Bist du eigentlich Muslime oder bist du Christin? Also, ja, ich bin Muslim, Alhamdulillah, und ich habe aber auch Christen in der Familie. Okay, ich verstehe. Aber wie hat der Islam sich verbreitet? Der Islam hat sich ganz normal verbreitet durch Erzählungen. Nein, der Islam war, okay, ich mache es jetzt noch viel einfacher für dich. Hat sich der Islam mit Blumen verbreitet oder mit dem Schwert? Ich habe noch eine Frage zu Hast du mir gerade zugehört? Ich habe dich nicht gehört. Ich frage dich nochmal, hat der Islam sich mit Blumen verbreitet oder mit dem Schwert? Ich möchte nicht, mit dass dem du Schwert. Lügst, wenn du mit, ehrlich nein, bist. Nein, mit dem Schwert und das war mit allen Religionen so. Du kannst nicht sagen, ich habe dein Live die ganze Zeit zugeschaut und wenn du mich jetzt einfach kickst, weil ich das jetzt sage, dann bringt das dir auch nichts, weil du lügst dich ja in dem Sinne auch selber an, weil jede Religion wurde mit Krieg und Schwertern, wie du es nennst, verbreitet. Das ist ein Fakt. Das braucht also jeder Christ, jeder Moslem, jeder Jude, der sich zu sich selber sagt, nein, meine Religion wurde nicht mit Schwertern verbreitet, lügt sich selber an. Egal ob Christ, Moslem oder Jude, es ist jede Religion und das ist zurückzuführen, warum. Es ist darauf zurückzuführen, dass früher einfach andere Zeiten waren. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es genau bei euch, doch, ich weiß nicht, wie es genau bei euch im Christentum ist, wie ihr eure Verse in der Bibel interpretieren lässt, aber wir haben zum Beispiel. Madame, du folgst, guck mal, ich stopp dich jetzt hier gleich sofort. Erstens, Madame, du folgst jemanden, der eine Sechsjährige
Ja, und was ist mit Rebecca? Hat. Die war 3. Okay, zeig uns das. Komm, wir machen dich jetzt groß. Komm. Wenn ja. du jetzt, wenn du schon so drauf eingehen willst, dann zeig uns das, dass sie 3 war. Okay, Jalla, kann ich gerne zeigen. Aber ja, ich glaub, zeig uns das. Pausiert das kurz, wenn ich in Google reingehe, ne? Du, wir lassen dich jetzt mal und zeig uns das mal. Wir sind jetzt alle mal gespannt. Jetzt sind wir mal alle gespannt, ne? Und dann gehe ich auch drauf ein. Das ist kein Problem. Jetzt können wir eine richtige Debatte führen. Schon alleine, wenn gelogen wird. Und da werde ich richtig stutzig. Das also, ist let's go. Lüge. Gehen wir drauf okay, ein. Und wie kein Problem. Ich, und wie mache ich hier einen Bildschirm rein? Wie mache ich einfach Kamera anmachen. Kamera anmachen. Nee, ich habe jetzt guck mal, Survivor, jetzt was passiert. Ich kenne das schon, Rebecca. Ich weiß genau, was die Antwort sein wird, mein Bruder. Ich kann ja gerne dir vorlesen mit dem. Zeig uns das in der Bibel. Ich will keine Geschichten hören. Zeig uns das in der Bibel. Wenn du schon Rebecca ansprechen möchtest, das ist eigentlich ein Knockout für dich selber. Zeig uns das in der Bibel, bitte. Ich kann es ja vorlesen, aber ich kann zeig das uns hier das, nicht. Zeig uns das erste in der Moses, Bibel. Ja, erste was? Moses. Erste Moses. Aha. Warte. Kapitel? Hey, die gibt sie jetzt gleich selber. Ich sag 25, jetzt 25, 25, 19. 25, 1. Mose 25, 19. Warte. Okay. Okay. Ja. Wenn ich immer rausgehe, dann stoppt das. Deswegen muss ich mir erstmal die ersten Sätze warte. Merken. Ne? Wir werden jetzt mal auf diesen Vers eingehen. Ich küsse dein Herz dafür, dass du mir sogar den Vers gegeben hast, weil ich wollte ihn gerade selber eingeben. Jetzt hast du es uns selber gegeben. Perfekt. Okay, dann lies uns das mal bitte vor. Lies uns das mal bitte vor. Jetzt bin ich gespannt, weil das Alte Testament habe ich schon durch und deswegen... Oh, das ist wirklich Dinger... Bandscheibenvorfall kommt jetzt, Leute. Schaut euch das an, Leute. Jetzt kommt Bandscheibenvorfall. Also hier steht Moses. Nein, lies mal ab 19. Lies mal ab 19. Ja. Jetzt kommt Bandscheibenvorfall. Lies uns mal ab 19 mal vor. Ja, ich muss ja immer pausieren, weil ich immer in Google reinzwitschen muss von TikTok. Hm. Also, Familiengeschichte von Isaac. Isaac war Abrahams Sohn. Er war 40, komm, 40 Jahre alt. Das hat keinen Wert, ich zeig's dir. Ich mach mich groß und zeig's dir. Komm, egal. Ich zeig's dir. Okay? Als er Rebecca heiratete und ich zeig's dir, ich zeig's dir. Es hat keinen Wert, so ich zeig's dir. Ja, ich weiß, ja. Ja, alles gut. Ich zeig's dir. Ja, dann mach dich aufs große Bild wieder, ne? Okay. So. Also. Jetzt vor 400 Leuten. Du hast gesagt, Rebecca ist was? Wie alt? 3, oder? 3. Alles klar, wir lesen jetzt mal den Vers. Abrahams Sohn war 40. Ja, ich lese es vor. Hallo. Ich lese es vor, alles gut. Ich zeige sogar Bildschirm. Bitteschön. So. Dies ist die Geschichte Isaac, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac. Und Isaac war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm. Übrigens Frau. Ja. Also eigentlich sollte da Kind stehen, aber okay, Frau. Die Tochter Betuels, des Aramäers aus Padam Aram. Die Schwester des Aramäers, Laban, Isaac aber bat dem Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Jetzt frage ich dich mal was. Kann eine Dreijährige, warte, immer mit der Ruhe. Kann eine Dreijährige unfruchtbar sein, ja oder nein? Eine Dreijährige ist unfruchtbar, hä? Ah, okay, alles klar. Oder stimmt das nicht? Oder stimmt das nicht? Alles gut, wir lesen weiter. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Kann eine Dreijährige schwanger werden? Oh. Aber wer sagt dann, dass sie dann direkt, als sie 3 war, schwanger war? Ich hab dich Nein. Rebecca war 3. Sei ruhig. Ihr könnt ja. Nein. Ihr könnt guck mal, ja nicht guck mal, jetzt fängst du an zu lügen. Jetzt fängst du an zu lügen und ich hasse Lügen. Nein. Du sagst zu jedem. Ich frage dich nochmal. Kann eine Dreijährige. Du sagst zu jedem. Guck mal, du hast 400 Zuschauer. Runter. So. Wenn du mich jetzt nicht reden lässt, ich schmeiß dich runter. Ja, aber du kannst nur das. Du machst das die ganze Zeit. Nein, du lügst. Das ist das Problem. Nein, wo denn? Okay, wo lüge ich? Dann lass mich reden. Du hast gesagt, Rebecca ist 3. Wie alt war sie dann jetzt?
Also wenn sie angeblich nicht drei war, wie alt war sie dann jetzt? Ja, das muss eure Papst oder so, keine Ahnung, wie was bei euch ist. Aber was laberst du eigentlich? Du wir hast, haben guck mal, hör mich nicht reden, du hast keine Ahnung. Gelehrte, du hast keine ich Ahnung. Sag dich doch, wir haben Gelehrte, die unsere Verse oder Suren, heißt es ja bei uns, die sie interpretieren. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr einfach eure Bibel liest und das dann nicht Gelehrte haben, die diese Verse von euch interpretieren und richtig verstehen, weil so wie es früher auch geschrieben wurde, ist alles anders. Und das Einzige, was du die ganze Zeit sagst, ich habe dein Live die ganze Zeit zugeschaut, sobald jemand was sagt, also erstmal holst du hier unwissende Muslime hoch, du hast ja diesen Rajul oder so, ich weiß nicht, er war unwissend, er hat das selber gesagt, er meinte, er weiß nicht viel. Und dann hast du ihn die ganze Zeit als Lügner betitelt, obwohl er fast gar nichts richtig gesagt hat. Er hat selber gesagt, ich weiß nicht, ich möchte nichts Falsches du sagen. Du hast das Gespräch nicht mal verstanden, über Doch, was wir du hast, gesprochen du haben. Sagst die ganze du hast Zeit keine zu Ahnung. jemanden, du Okay, sagst über doch was zu haben wir mir gesprochen? jetzt. Über was Ihr haben habt wir darüber, gesprochen? ihr habt über die Sklaverei gesprochen und dass du sagtest, dass die Menschen, also die Um was Menschen ging aus es denn Afrika da? und Wen schwarz habe ich da sind, angesprochen? unseren Propheten, dass man ihnen Aha, folgen soll. und was hat dieser Prophet gemacht? Über was habe ich da gesprochen? Ja, das ist auch richtig so, aber denkst du, also guck mal, Nein, 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 du über guckst was habe dir, ich da gesprochen? Weil nein, du angeblich guckst hast dir du den, mein Gespräch verstanden. Über was habe ich nein, es gesprochen? ist richtig, was du gesagt hast, war richtig mit unserem Ach so, Propheten, was jetzt er ist es auf gesagt einmal hat. richtig. Ich habe nicht einmal gesagt, dass es nicht so ist. Hä? Du guckst, du legst Wörter ein in den Mund, was man nicht mal gesagt hat. Das verstehe ich nicht. Okay, Ich habe das nicht einmal wir gesagt. gehen jetzt auf Nein, diesen Vers ich ein. will dich, ich bin ja in diesem Live hochkommen, um dich zu fragen, warum du. Wir gehen jetzt auf diesen Vers ein. Ja, los. Okay, und ich frage dich jetzt, kann eine Dreijährige schwanger werden? Nein. Warum Okay, sollte und er dann? wie kommst du dann auf drei? Okay, und ich frage dich jetzt, wo steht in diesem Vers, dass sie in dem Zeitpunkt, als sie schwanger war, nicht mehr 3 Jahre alt war? Weil sie war 3 Jahre alt, als sie geheiratet Guck hat. mal, Das kannst du doch hörst du nachlesen. dich eigentlich reden? Nein, hörst du meine Antwort? Kann Du eine hast mir nicht zugehört. Dreijährige, guck mal, hör mal zu. Das ist genau das, was mir an euch nicht gefällt. Ich frage dich Wer ist jetzt, denn steht da euch? drinne, dass die drei war? Nein. Kann eine Dreijährige schwanger werden? Nein. Eine Dreijährige wird auch nicht als Frau Okay, also betitelt, sagst du sondern gerade, Rebecca war nicht 3. steht auch nicht drinne, dass sie drei war. Okay, wie, nein. Steht nirgends, nirgends. Von wo hast du die überhaupt diesen Schmarrn überhaupt gehört, dass sie drei war? Welcher Lügenbolde labert so einen Scheiß, dass sie drei war? Eine Dreijährige Eine kann nicht mal schwanger werden. offizielle Bibelseite. Das ist die Welche offizielle offizielle Bibelseite? Bibelseite. Wo steht das? Wo steht das hier? Du kannst einfach schreiben www.bibel.com. Und da kannst du dann alles nachlesen. Das ist eine offizielle Seite, wo die ganze Bibel, und da werden sogar diese Verse von euch richtig Guck mal, erklärt. Also, die Leute lachen dich alle hier aus. Weißt du ja, es sind warum? auch deine Weil du nicht mal Leute. das, Wenn du in einem weil du, weil du, weil muslimischen du nicht Live mal das würdest, würde dich verstehst. ja übrigens keiner auslachen, sondern versuchen, dich aufzuklären, weil Okay, ich mach's noch einfacher. du redest die ganze Ich Zeit mach's davon, noch einfacher. ja. Warte mal, ich stumm dich, weil du redest ununterbrochen. Weil ich schmeiß dich eh gleich raus, wenn du weiter ununter, wenn du mich weiterhin unterbrichst, ich schmeiß dich raus. Ganz ehrlich, weil das ist lächerlich. Ich frage dich jetzt, du hast gesagt, eine Dreijährige kann nicht schwanger werden. Okay. Jetzt gehen wir darauf ein. Kann eine Dreijährige einen vollen Wasserkrug, 20 Kilo, über 30 Kamele versorgen damit? Kann das eine Dreijährige? Weil das steht nämlich in diesem Text drin. Ich kenne das schon Aber wo auswendig. Ich steht, brauche dass es gar sie nicht mehr da, lesen. wo steht, Geh aber da auf waren meine wir Fragen doch ein. Kann da eine waren wir doch schon. Dreijährige. Geh auf meine Fragen ein. Weil du lenkst gerade ab. Weil du einfach merkst, dass du Scheiße laberst. Nein, das stimmt nicht. Geh mal darauf ein. Kann eine Dreijährige 20 Kilo Wasserkrug mit 30 Kamele versorgen? Nein, kann sie nicht. Und wo steht, dass Also sie raus mit nicht dir, da raus und mit dir. nein. Das reicht. Guck, du Raus, kannst. raus, 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 raus. Lügenbolde, raus, raus, raus. Das wusste ich, dass das kommen würde, deswegen. Bruder, weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist? Die haben keine Ahnung, die labern so ein Müll. Bruder, das ist schon widerlich, wenn ich die reden höre. Ja, was denkst du, was ich denke? Genau das Gleiche. Bruder, das ist echt ekelhaft, Mann. Also heute bin ich übel gereizt. Ich bin ehrlich zu dir, Bruder, weil die lügen und die haben keine Ahnung. Bruder, die haben keine Ahnung, Mann. Bruder, also sag mal, ich wäre jetzt dreijährige Kind, kann die Kamele anhören sozusagen, ne? Also, ja.
guck mal, und weißt du, von wo die das haben? Vor allem, die ist so verblödet und sagt, ah, du musst auf www.bibelcom.de gehen. Aber in bibel.com, wenn wir 1. Mose 25 aufschlagen, kommt genau derselbe Text. Da kommt genau derselbe Text. Weißt du, von wo die das haben? Das haben die von den Talmud. Und Christian Prince hat das sogar vor kurzem widerlegt. Da drin steht nicht, sie war 3 Jahre alt. Da steht, Isaac hat 3 Jahre gewartet, bis sie geheiratet haben. Da steht nicht mal drin, sie war 3. Das hat mir Rob Christian die Tage, letzten Monat hat er es uns gezeigt. Dass jeder hier drinne, der dabei war, der das gesehen hat, der Rob Christian hat uns den Talmud gezeigt. Da drinne steht nicht drinne, dass sie 3 war, sondern dass Isaac 3 Jahre gewartet hat, bis er mit ihr die Ehe vollzog. Also mit einer Rechnung schon ganz genau war Rebecca ungefähr so 23 Jahre alt, 20, 23 Jahre alt, so ungefähr. Es wird halt nicht wieder irgendwo gesagt, wie alt die ist, ne? Das ist ja das. Genau, also sie ist ungefähr so zwischen 20, 23 Jahre alt, also laut dem, was berechnet wird, 20, 23. Und dann kommen die hier rein und labern. Weißt du, warum die das rechtfertigen wollen mit Rebecca ist 3? Weil ja, der Prophet eine 6-Jährige hatte. Genau, die wollen das so ruhig stellen und so, dies, das, aber pass auf. Aber, genau. bei Isha wissen wir, wie alt sie waren. Und sie hat auch mit Puppen gespielt. Also eine 19-Jährige mit Puppen, ich weiß nicht so ganz, ne? Ja. Ja, weißt du, ich meine? Also es ist auf jeden Fall 100% sicher, dass sie so jung war, weißt du, ich meine? Und deswegen, die, Wahnsinn. Da so, die machen da so Rechnungen mathematisch, dies, das. Ey, dann, und im Endeffekt, wenn ihr sagt, okay, das stimmt nicht so, dass sie damals dann älter waren, dann ist es gelogen, dann sind eure Hadithe gelogen, mein Freund. Dann sind sie ist so. Ganz einfach. Weißt du, ich meine? Nee, ganz ehrlich, also heute habe ich echt einen Hals, Bruder. Also normalerweise, ich bin nie so. Aber ey, Bruder, diese Lügen, ich hab's satt. Ja, Bruder, normal. Aber weißt du, diese Lügen, ich hab's satt. Du kennst mich, ich habe damals anderen Namen gehabt. Light hieß ich, weißt du ja noch. Du weißt ja meine Geschichte und sowas. Seitdem habe ich mich ja... Ja, Bruder, ich glaube, das hast du mal erzählt gehabt, ja. Aber musst du mir trotzdem noch mal erzählen, weil du weißt, ey, jeden Tag so viele Bruder, Sachen... Ich sag eine Sache, du weißt genau, wer ich bin, weil du hattest nur mich. Ich habe Anschlag überlebt in Barcelona. Jetzt, genau, Bruder. Ich bin richtig damit befasst, Bruder. Also ich sag euch ehrlich, wenn jemand diesen Islam zu spüren bekommen hat, dann war ich das. Ne? Ja, das glaube ich dir, Bruder. Glaube ich dir. Was kann ich für dich tun? Hallo? Ja, was kann ich für dich tun? Hallo? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was kann ich für dich tun? Okay. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar... Okay. So. Wie hat Maria, ne, alayhi salam, also die Mutter von Jesus, ihr Unzucht bewiesen. Ey, jetzt kommt schon wieder diese Frage. Lass doch reden. Lass doch einfach sachlich bleiben, respektvoll. Guck mal, ich weiß nicht, warum du gerade so schlecht gelaunt bist und so, ne? Keine Ahnung, warum du so unhöflich direkt bist. Ich bin schlecht gelaunt, weil nur gelogen wird. Das ist das Problem. Okay, aber du redest ja gerade mit mir, so, weißt du? Wir können ja sachlich schon auf die Quellen drauf eingehen. Guck mal, wir machen dich groß, weil wir sind ja auch keine Bibelexperten. Gib uns mal den Bibelvers von dem, was du da sprichst. Gib uns mal den Bibelvers. Ich muss mich klein machen, ich kann schon reden. Lass wir Erwachsene uns mit verhalten. Ja, alles gut. Zeig uns mal den Bibelvers, von dem du gerade sprichst. Gib uns den Bibelvers. Warte, du kennst doch gar nicht meine Frage. Ja, mach ich mal kurz klein. Wir hören dir zu. Hallo, guck mal, also erstmal, die Frage ist, wie hat Mariam bewiesen, dass sie keine Unzucht begangen hat? Weil wie wir wissen, ne, dass Mariam Jungfrau war. Weil wir wissen, dass Mariam mitgeteilt wurde von Gabriel, zum Beispiel, du Jungfrau wirst ein Kind irgendwie bekommen, irgendwie sowas, ne? Und das Kind wirst du in Jesus benennen, richtig? Das kennst du, oder? Gib uns die Quelle. Wir warten alle auf die Quelle. Also guck mal, wenn du schon hier hochkommst und etwas in den Raum stellst, eine Behauptung, lass mich mal reden, eine Behauptung in diesem Raum stellst, ja,
dann tu mir auch den Gefallen und gib uns alle den Bibelvers und wir lesen es und ich gebe dir 100% Brief und Siegel. Dieses Problem löst sich von alleine. Alleine schon, wenn wir die Verse lesen. Also gib uns den Bibelvers. Ich bin schon bereit. Okay, ich muss aber suchen, okay? Du kannst hier weiterreden, ich suche ganz kurz, weil ich dachte, das weißt du, das muss man eigentlich wissen. Deswegen. Ja, Bruder, es geht weiter. Ja. Ich warte nur noch, ich warte nur drauf. Ich auch. Ich bin schon bereit. Das wird sehr interessant jetzt. Ich warte nur noch drauf. Ich bin schon bereit, Bruder. Ja, ja, ich auch. Weil ich weiß jetzt, was kommt, aber ich bin jetzt mal ganz gespannt. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ja, jetzt sind wir alle mal gespannt. Ja, Leute, nee, ich schmeiß ihn nicht raus, Leute. Er soll uns, dass Maria angeblich Unzucht betrieben hat. So, die Bibel beschreibt es doch mit Sicherheit, oder? Das werden wir ja gleich sehen. Das werden wir ja gleich sehen, ob das ja warte, wird. Warte, warum, was sagst du da? Das habe ich gar nicht gesagt. Was behauptest du da? Zeig uns das. Nein, warte mal, aber warum behauptest du jetzt irgendwelches Scheiß, was nicht mal stimmt? Schau mal, die Frage, ich stelle kurz nochmal die Frage, damit du nicht sagst, ey, ich habe dich nicht verstanden oder du hast dich nicht klar ausgedrückt, okay? Jetzt hör mal auf, sein Gesicht zu machen, lass uns sachlich bleiben. Wo ist das Problem? Ich rede mit dir wie ein erwachsener Mann, dann red doch auch mit mir wie ein erwachsener Mann, fertig. Ich respektiere dich doch gerade und dann respektierst du mich auch, fertig. Schau mal, die Frage lautet, wie wir wissen, ne, dass Gabriel zu ihr kam und gesagt hat, ey, du wirst ein Kind erhalten von Gott. Du Jungfrau Maria. Und sie hat ja gefragt, wie kann das sein und so, ich bin Jungfrau. Dann hat sie gesagt, ja, das wird von Gott kommen. Das heißt, das Kind ist gekommen. Und wir wissen nach Altem Testament, was urteilt. Mach mich mal bitte wieder klein, bitte. Mach mich kurz bitte klein. Ich kann dir die Quellen sagen, dann kannst du aufschlagen. Ich kann das dann vorlesen. Kannst du bitte klein machen? Hallo? Ich habe dich groß gemacht, damit du uns die Quelle zeigst. Guck mal, ich versuche gerade runterzukommen. Okay, ich versuche gerade runterzukommen. Die letzten Kandidaten, die hier hochgekommen sind, sind die größten. Egal, ich will es jetzt nicht sagen. Ich sag's nochmal. Du hast jetzt die Möglichkeit. Guck mal, ich bleibe jetzt sehr entspannt. Ist kein Problem. Wegen dir, ich bleibe sehr entspannt. Alles gut. Ich bleibe auch sehr respektvoll. Ich habe dich jetzt groß gemacht. Du gibst uns jetzt diesen Bibelvers, wo es da drinnen steht, das, was du gerade behauptest. Und dann lesen wir das zusammen. So, alles gut. Ansonsten gibt es kein Problem. Deswegen haben wir dich auch groß gemacht. Er gibt dir sogar die Bühne vor 400 Leuten, dass du uns hier zerlegen kannst. Komm, mach doch. Ey, guck mal, du weißt doch gar nicht die Frage. Selber, bitte, brauchst du nicht zu kommentieren, okay? Ich rede kurz mit Flex alleine. So, schau mal. So, die Frage ist, wie wir wissen, nach Altem Testament, wenn man Unzucht begeht, so musst du gesteinigt werden, ne? Altem Testament, und die war ja jüdisch, Juden. Die hat nach jüdischen Gesetzen gelebt. Das heißt, sie hätte gesteinigt werden müssen, wenn sie Unzucht begeht, okay? Wenn sie Unzucht begangen hat, so muss sie gesteinigt werden. Und am nächsten Tag kommt sie mit einem Kind. Die Menschen wissen, dass sie Jungfrau ist. Am nächsten Tag kommt sie mit einem Kind. Und jetzt fragen sich die Menschen, ey, wie kann das sein? Okay, ich stelle dir eine einzige Frage. Wenn du lügst, schmeiß ich dich direkt raus. Okay. So, ich stelle dir jetzt diese Frage. Hatte Maria in der Bibel und jeder hier drinnen, meiner christlichen Brüder und Geschwister, ist mein Zeuge hier. Und wir kennen die Antwort. Ich habe die Antwort schon. Ich stelle dir diese Frage. Wenn du lügst, schmeiße ich dich direkt runter. Okay, ich höre doch zu. Hatte Maria SEX gehabt und dann kam das Kind? Nein. Also, was redest du da? Nein. Ey, guck mal, ich glaube, du verstehst mich nicht. Deswegen hör mal ganz genau kurz zu, lass mich zu Ende aussprechen, okay? Damit wir uns beide verstehen. Und mach nicht so ein Gesicht, lass mich. Das ist kein Unzuchtbegehen, wenn sie kein SEX hat. Ja, lass mich doch kurz reden, Mann. Wie hat sie. Nein, ich stopp dich jetzt sofort, weil es ist kein Unzucht. Es ist kein Unzucht. Wie hat sie es. Sie hat kein SEX gemacht. Okay, wie hat sie. Also ist es auch kein Unzucht. Wie hat sie Juden bewiesen? Zeig mal aus der Bibel. Bitteschön, du wolltest uns die Quelle geben. Bitteschön, gib uns die Quelle. Hä? Du sollst mir aus der Bibel jetzt beweisen, wie sie Unzucht, also guck mal, schau mal. Der hat ja keinen Unzucht begangen. Gib uns, ey, weißt du was? Ich mach das noch viel einfacher. Bitteschön, du hast die Bühne, gib uns die Quelle. Hä, ey, komm, ist das gerade ernst?
Gib uns die Quelle. Ich frage. Also wenn ich, es wenn ich, Quelle. Guck mal, ich stopp dich jetzt kurz. Wenn ich mit jemandem debattiere, bringe ich immer Quellen. Ich diskutiere nicht. Ich hole sofort die Quelle. Boom, bitteschön. Bring uns die Quelle. Leute, der verschwendet 15 Minuten einfach meine Lebenszeit. Okay. Hör zu. Ich sag, bring mir die Quelle. Lass mich doch bitte reden, Mann. Alter, ey, Leute. Du weißt doch gar nicht, was ich fragen will. Flex, schau mal. Hör auf. Bring mir die Quelle, Bezug zu Maria. Nein, du lenkst ab. Nein, ich stopp dich sofort. Bring mir die Quelle. Okay, was für Quelle, sag mal. Weil du drehst, du versuchst, dieses Thema auszuweichen. Okay, bring mir die Quelle. Schau, beruhig dich erstmal jetzt, okay? Beruhig dich. Hast du dich beruhigt? Schau mal. Lass uns jetzt einfach sachlich bleiben. Ich sag zum letzten Mal, okay? Schau mal. Bleib sachlich, lass uns jetzt ganz normal reden. Lass mich kurz meine Frage zu Ende stellen. Du weißt doch gar nicht, was ich genau von dir will anscheinend. Lass mich doch bitte ganz gut zu Ende reden. Wo ist das Problem? Oder haust du gerade ab vor 440 Leuten? Hast du Angst, dass du mit einem bisschen Wissenden redest und holst immer die Unwissenden durch? Lass uns doch mal reden. So, jetzt hörst du mir zu, was meine Frage ist. Die Frage lautet, so, das heißt, sie bekommt am nächsten Tag ein Kind. Das hat sie von Gabriel mitgeteilt bekommen. Das heißt, am nächsten Tag kommt sie mit einem Kind. Und jetzt fragen sich die Juden, ey, wie ist es passiert? Woher hast du das Kind? Ja, das ist von Gott gekommen. Und das glaubt dir keiner. So ein Märchen wird dir keiner glauben. Und jetzt, was hat sie getan? Was war ihr Beweis, dass sie keinen Unzug begangen hat? Islamisch gesehen hat Isa a.s., also Jesus, hat angefangen als ein Tag Baby, hat angefangen zu reden und hat seine Mutter verteilt sich in Surah Maryam, Ayah 22. Hat gesagt, das ist meine Mutter Maria, sie hat keinen Unzug begangen. Ein Baby hat angefangen zu sprechen und die Menschen waren schockiert und dann haben sie es abgekauft. Was war christlicher Beweis, dass damit sie nicht gesteinigt wird? Was war ihr Beweis? Es gibt keine Quelle und deswegen kann ich dir keine Quelle geben, weil du mir keine Quelle geben kannst. Wie soll ich eine Quelle geben, wenn es so nicht mal in der Bibel gibt? Zeig uns die Quelle. Hä? Guck mal, du philosophierst und interpretierst etwas es aus deinem Mund. Es gibt keine Quelle. Guck mal, gib mir eine Quelle. Selber, lass mich mal reden. Du interpretierst etwas. Ich habe dir jetzt 3 Minuten lang zugehört und du redest so. Gib mir eine so Quelle. Ich werde du redest so ein Bullshit. Du redest ich so nehme Christus, Bullshit. Ich nehme Christus an, wenn du mir eine Quelle gibst. Warte, ich stumm den Kerl jetzt. Du bist hier reingekommen, du interpretierst etwas in der Bibel rein, okay, und versuchst das Wort in der Bibel noch zu verdrehen. Wir sagen dir hier alle vor 400 Leuten, gib uns die Quelle, wo das Problem ist, und wir lesen es zusammen. Du versuchst mit deiner rhetorischen, selbst zusammengefügte Frage mir zu stellen, dass ich dir eine Antwort gebe. Und so funktioniert das nicht. Wir reden nur mit Bibelstellen, nur mit Quellen und so können wir auch argumentieren. Okay. Deswegen, ich gebe dir jetzt nochmal die Möglichkeit, uns die Bibelstelle zu geben und dann können wir drauf eingehen. Okay, aber ich weiß gar nicht, was ich geben soll, wenn es nicht mal gibt. Die Quelle gibt es nicht. Wenn du es mir weißt, ich werde Christentum annehmen. Okay, raus mit dir. Leute, habt ihr jetzt verstanden, wo das Problem liegt? Habt ihr jetzt verstanden, wo das Problem liegt, Leute? Leute, habt ihr jetzt verstanden, wo das Problem liegt? Er kommt mit einer rhetorischen Frage. Er stellt diese Frage selber zusammen, philosophiert in dieser Frage rein. Ja, und wir wissen ganz genau, dass die Steinigung, egal, ey, das ist mir schon zu dumm. Es ist echt zu dumm, ganz ehrlich. Und stellt die Frage ohne Quelle. Er stellt eine Frage ohne Quelle. Und wir wissen ganz genau, in der Bibel haben wir einen Kontext, den wir beachten müssen. Ich gebe dir jetzt noch einmal die Möglichkeit, hochzukommen und uns die Quelle zu geben, weil du blamierst dich eiskalt und jeder hier drin ist mein Zeuge. Und ich werde auch diesen Stream später hochladen. Ich gebe dir jetzt nochmal die Möglichkeit, das zu beweisen, was du gesagt hast. Ich gebe dir die Möglichkeit. Bitteschön. Wir machen dich auch groß. Bring uns die Quelle. Alles gut, du musst nichts hochladen, weil ich selbst das Video jetzt hochladen will, du dich blamiert hast.
Deswegen an alle, okay, ihr, raus, ihr raus, alle okay, gesehen, das, bei Allah, seid ehrlich für euch selbst. Raus, 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 raus. Schon alleine diese Lügen und diese Takia ohne Ende, raus mit dir, Mann. Raus mit dir, raus mit dir. Bring Quelle. Wir, ey, der Kerl hat 15 Minuten meines Lebens verschwendet. 15 Minuten. 15 Minuten meines Lebens hat er. Jeder hier drin ist mein Zeuge. Der Kerl hat keine einzige Quelle gebracht. Ich habe den 3 bis 5 Minuten zugehört. Keine einzige Quelle. Keine einzige Quelle. Flex, du hast dich blamiert. Keine Quelle. Flex, du hast dich blamiert. Ey, hat jemand aufgenommen? Mit solchen Leuten bringt es nichts zu reden, Bruder. Warte mal, ganz kurz. Hat jemand aufgenommen? Bitte. Hat einer der Bruder oder Geschwister aufgenommen? Anonym hat aufgenommen, Bruder, ich küsse dein Herz. Sofort hochladen. 15 Minuten meines Lebens verschwendet für nichts. 15 Minuten meines Lebens verschwendet für nichts. Ey, Mann, ey, Mann, ey, Mann. Bruder Survivor, ja, was Bruder. Ist da passiert mit Maria? Ich gebe dir jetzt die Bühne, Bruder. Was ist da passiert mit Maria? Wie hat Maria das Kind bekommen und wie ist Jesus zur Welt gekommen, Bruder? Ich gebe dir die Bühne. Pass auf, also der Erzengel Gabriel ist gekommen und hat gesagt, dass sie ein Kind bekommen wird, ne? Richtig. Genau, und dann hat es der Himmelsbote sozusagen, wurde es weitergeleitet und dann hat er das Kind bekommen. Also ich weiß, es ist nichts Kompliziertes, Bruderherz. Es ist nichts Kompliziertes, absolut nicht. Ja. Ne? Und dann will er sagen, also er wollte mit dieser rhetorischen Frage, ja, wollte er damit sagen, ja, ja, eigentlich bist du gesteinigt, weil das Kind am nächsten Tag ja da war. Aber wenn wir in diesem Kontext ganz genau beachten, ja, und schauen, was da drin steht, sehen wir ganz genau, das Problem löst sich von ganz alleine. Und dann kommt damit, ja, aber dann müsste sie ja eigentlich gesteinigt werden und. Die Botschaft wurde dann weiter verbreitet. Jeder wusste es, Mann. Die versuchen sich nur bei... Jeder wusste es, genau. Danke, Bruce. Und das geht's. Aber deswegen die Botschaft hat sich verbreitet. Ja. Die Botschaft hat sich verbreitet. Jeder genau. wusste es. Deswegen ja. Keiner hat von einer Steinigung gesprochen, dass Maria gesteinigt werden muss, denn jeder hat Gottes Sohn gesehen an dem Tag. Und dann kommt damit, ja, aber eigentlich müsste sie gesteinigt werden, ja, weil Steinigung, ja, hat sie. Was ist es? Wie kann man so eine dumme Frage stellen eigentlich? Ja, Bruder, das ist. Und dann kommt da noch, ja, aber du hast dich blamiert. Oh man, this is so, oh my God. Ja. Oh my God, oh my God, oh my God. Leute, das tut schon weh. Ich muss ehrlich sein, das tut schon richtig weh. Das tut richtig weh. Das muss man sagen, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Und jetzt pass auf, da sind ja auch Dings, wie heißt es mal, Kaspar Balthasar, Melchior. Und vor allem, wie er das dann gesagt hat, Flex, du hast dich blamiert. Flex, du hast dich blamiert. Er hat keine Quelle gezeigt. Flex, du hast dich blamiert. Der kommt hoch, okay, und dann geht der erstmal auf Kaffeepause, wartet dann erstmal noch die ganze Zeit. Wir warten alle gespannt, dass er noch eine Quelle bringt und dann kommt er wieder rein. Flex, ja, aber lass mich die Frage nochmal stellen, Flex. Hör mir nochmal zu, Flex. Und wir warten alle immer noch so. Wir warten alle noch immer noch auf Bruder, die Quelle. Genau so war ich, Bruder. Oder Flex. Wir waren alle so, wir warten immer noch auf die Quelle. So. Bruder. Bruder, hey. Ja. Komm mal runter, nimm doch einen schönen Schluck Kamelurin, Bruder, das hilft uns ja, allen. Ja, Bruder, ey. Es hilft immer Kamelo, ne? Zwei Eiswürfel, Eiswürfel oder so. Wahnsinn. Leute, ganz wichtig, derjenige, der dieses Video aufgenommen hat, genau diese Stelle, wo wir alle gewartet haben, genau das nicht, diese Stelle, genau diese Stelle werde ich hochladen. Wir warten alle, keine Quelle. Wir machen alle den hier. Leute, wir machen alle den hier. Vor allem die Dings, die drei heiligen Könige, Kaspar, Balthasar und Melchior, sind auch danach zur Krippe gekommen, als Jesus neugeboren worden ist. Ne? Woher wussten die das? Ja. Weiß ich mein. Die haben ja gar nichts gesagt und sowas. Ne? Die Botschaft wurde ja verbreitet. Bruder, die holen ja alles aus dem Talmud immer raus, gell?
Ja. Aber der Talmud wird doch von uns eigentlich gar nicht richtig akzeptiert, oder? Der Talmud hat ja sowieso mit der Bibel gar nichts zu tun. Ich habe ja vorhin den einen gefragt, ja, wurde der Talmud von Gott herabgesandt? Da hat er Nein gesagt. Das ist schon ein Knockout. Stimmt, gut. Das war ja vom jüdischen Rabbiner oder so, gell? Ja, ja. Und dann habe ich dieser Person diese Frage gestellt, weil die ja immer sagen, der Talmud gehört zur Bibel. Und dann habe ich ihnen diese eine Frage gestellt. Dann habe ich gesagt, gehört der Talmud, ich muss mich nochmal korrigieren. Wurde der Talmud von Gott herabgesandt? Und dann sagt er eiskalt noch, nein. Hä? Warum sagst du dann, dass der Talmud zur Bibel gehört? Aber sehr gute Frage, Mann, die muss ich mir merken. Ja, Bruder, du musst genau diese Frage stellen. Weil das sind Leute, die lügen, und dann musst du die mit ihrer eigenen Lüge, musst du sie schlagen. Indem du fragst, hey, okay, wenn du sagst, dass der Talmud zu uns gehört, dann musst du fragen, wurde der Talmud von Gott herabgesandt? Und auf einmal kommt da Nein. Auf einmal Nein. Hey, die sind so peinlich, die sind so peinlich. Guck mal, das Ding ist, die sind schon so verzweifelt. Die tun ja auch bei Mensa, der Bruder Mensa von mir. Ja, die tun sogar seine Videos, die tun genau seine Antworten wegschneiden. Ich weiß. Dann noch Wahnsinn, wie die. Kapria, wo die ich weiß. Das ist crazy, Mann. Die lügen, wo es nur geht. Das ist das, was ich hasse. Lügen ohne Ende. Hey, der Verzweifelste ist ja der Pierre Vogel, Alter. Ich habe mir mal seine Videos angeschaut. Der vergleicht Mohammed seine Kriege mit dem 30-Tage-Krieg zum Beispiel bei den Christen, Evangelien gegen Katholiken. Das eine ist doch von Gott und das andere ist ja menschgemacht, so gesehen. Hey, die knocken sich selber nonstop aus, weil die sind so verzweifelt. Oder die sind verzweifelt, ganz einfach. Das Ding ist, guck mal, wenn ich wirklich drauf eingehen möchte, okay, wenn ich richtig Bock hätte, ja, ich hätte den Kerl nur zwei Fragen gestellt. Und auf einmal Erdbeben, bam, 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 der kann nichts mehr sagen. Vorbei. Zwei Fragen. Und bei diesen zwei Fragen, ich gebe dir Brief und Siegel, ja, Flex, I'm listening, bei diesen zwei Fragen, glaub mir, Erdbeben. Keiner kann sie beantworten. Und wenn, dann nur stottern. Du siehst, die ganze Erde bewegt sich. Nichts mehr. Der wird dann wieder aus. Ich hab sie einfach nicht gestellt, weil ich mir einfach denke, so, okay, er stellt eine biblische Frage. Okay, kein Problem. Mein Gott, den gehen wir drauf ein. Wir wissen ganz genau, dass die Bibel alles erklärt. Ja, in der Bibel haben wir einen Kontext. Und es ist ganz einfach zu verstehen. Nicht alles, ne? Manchmal gibt es auch ein paar Stellen, die schwierig zu verstehen sind. Ist aber nicht das Problem. Man muss nur mehrmals lesen, dann passt es eigentlich. Wir warten alle immer noch so, ja? Und wir sagen zu ihm, hey, bring uns die Quelle, ja? Und wir warten alle immer noch so gespannt drauf, ja? Gar nichts. Krass, Alter. Der macht Kaffeepause, kommt wieder. Flex, lass mich dir die Frage so stellen. Flex, du hast mir nicht zu. Ey, Mann, komm, raus mit dir. Diese Lügen, ey. Das ist Wahnsinn. Ey, ich war letztens Joker online, Beste, der sagt zu mir, ja, wie kann der Flex als Dunkelhäutiger nichts gegen die Sklaverei in der Bibel. Da habe ich gesagt, was hat Sklaverei mit Schwarzen zu tun? Warum verbindest du das direkt? Weil es bei ihm drin steht. Da hat er direkt Thema gewechselt. Ja, ist so. Und außerdem, ganz ehrlich, das sind richtige Rassisten, Leute. Das will ich euch nur mal sagen. Leute, seht ihr mich nicht? Doch, alles gut. Doch, ich sehe dich. Weil man sieht angeblich nur meine Stirn. Nein, man sieht alles. Man sieht alles? Ja, ich sehe. Man sieht nur meine Stirn, hä? Nein, man sieht doch nicht nur meine Stirn, man sieht mich doch. Na, der du musst mal rauszoomen. Ja. Okay, so? Oh, yeah. Yeah. So, jetzt sollte man mich aber sehen. Ja, man sieht dich perfekt.
Ah, Bruder, jetzt perfekt, Leute. Ja, perfekt, die ganze Zeit schon. Ja, jetzt sollte es eigentlich perfekt sein. Ist gut, ist gut. Da hat er mir noch gesagt, wegen dem Wort, wegen dem N-Wort, was da drin steht, das hast du mir schon mal erklärt, dann habe ich es ihm auch gesagt. Ich glaube, wir haben ein Problem mit der Kamera. Moment, ich mach mal so kurz. Boah, ich sehe nur grün, Alter. Ich sehe nur grün. Moment, jetzt machen wir mal so. Jetzt, Leute. Aber wir sehen dich die ganze Zeit gut, wir zwei. Ich weiß nicht, was die anderen haben. Irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. Ja, sieht man mich jetzt, Leute? Ich sehe dich perfekt. Ja, Leute, seht ihr mich jetzt oder nicht? Verarschen dich doch, Mann, oder? Ja. Ey, Leute, ihr verarscht mich gerade. Ich schwör's dir. Oder irgendwas stimmt. Ich sehe nur Augen. Ach, kommt, Leute. Hast du Zoom drinnen? Nein, eigentlich habe ich keinen Zoom. Kamera aus und wieder an. Ja, genau. Okay, Moment. Dann wechsle ich mal kurz Kamera. Kamerawechsel. Ja, sorry, jetzt, Leute. Wir sehen alles. Okay, Moment, ich mache das mal ganz anders. Ich mache das mal so und dann mache ich mal meine Kamera aus. Ja, genau. Ja. Warte, bevor du anmachst, seht ihr alle jetzt die Kamera aus vom Flex oder seht ihr immer noch seine Stirn? Jetzt mal gucken, was die antworten. Ich weiß jetzt alle gar nicht, was... Alle sehen aus. Seht ihr aus? Also jetzt ja, wenn ihr einen aussieht. Ja, super, okay, super. Alle ausschreiben, genau, super. Ja, jetzt ist, genau. Okay, jetzt machst du wieder an und dann gucken wir mal. Okay. Jetzt, Leute? So, seht ihr ihn wieder? Ich sehe ihn ganz normal. Jetzt solltet ihr mich sehen. Besser? Okay, das ist doch gut. Ja, jetzt sehen die dich alle, jetzt sehen die dich alle wieder. Jawohl. Jetzt ist wieder normal, Leute. Bitte schreibt ja. So ist gut. Jawohl, okay. Perfekt. Ja, Bruder, du musst doch nicht hören, Alter. Mr. T ist der Technik-Experte. Jetzt nicht. Ey, das ist nicht euer Ernst. Wie man... Mr. Techniker. Okay, nein, wieder nicht. Okay, nicht so schlimm. Moment, ich mache das jetzt mal so, Leute. Und dann machen wir mal Kurzprozess hier. Moment. Jetzt besser, Leute? Ich sehe nur grün. Die sagen, wenn du auf groß bist, sehen die nur deine Stirn. Du bist zu nah. Jetzt, Leute? Flex ist jetzt zu breit, also. Das ist das Problem. Wir sehen den ganz normalen, die anderen sehen alle nicht mehr. Nein, Flex. Das kann doch nicht sein. Warte, du musst Moment. Mit Fitness aufhören, dann sieht man wieder. Ja. Du bist breiter als die Kamera. Ich habe das Gefühl, dass ein Hacker hier drin ist, Leute. Ich glaube, hier ist ein Hacker drin, Leute. Das ist nicht normal, Leute. Das ist nicht normal. Aber wieso sehen wir dich normal? Ja, das wundert mich jetzt. Hallo, Leute, seht ihr mich jetzt? Ja, wir sehen dich ganz normal. Also alles, was du machst, sehen wir. Flex, hast du vorhin einen hochgenommen, der dann nach 3 Sekunden wieder rausgegangen ist? Nein. Der hat keinen Zoom-Mann. Okay. Also Leute, guck mal, ich küsse eure Herzen, aber ich muss mich jetzt mal ein bisschen beruhigen von diesen ganzen Lügen, ja, von der anderen Seite. Ne? Ich muss mich ein bisschen beruhigen erstmal und ich würde einfach sagen, Leute, ich bedanke mich wirklich an alle, die wirklich mich hier unterstützt haben, den Stream wirklich mit Liebe und geliked haben. Leute, wirklich, ihr seid die Besten. Ich sag's nochmal. Ne? Ich bin jetzt am Ende wirklich ein bisschen runtergekommen wegen euch. Ansonsten, ich würde mich wahrscheinlich noch weiterhin aufregen, weil das mich so nervt. Ne? Ich will mich nochmal bei euch bedanken, Leute, für die Unterstützung und an die Supporter, die hier drin sind, Leute. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich nochmal bei allen und möge der Herr euch wirklich segnen. Und Mr. T, ich sehe nur grün bei dir. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ne? Grünes Licht. Ja, Survivor, ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, so, und Bruder. Alle, die hier drin sind, ich bin morgen wieder da. Morgen sprechen wir über die Bibel und genau. Ich küsse eure Herzen, Leute, ne? Also, Leute. Okay, Bruder. Peace out, Leute. Und I kiss your heart, guys, ne? An alle, die hier drin sind, auch die Geschwister, Leute, ne? Bye-bye, Leute. Ciao.